Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Niemals Erste Liga, dem Podcast, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Mein Name ist Gunnar Schmid und am anderen Ende der Leitung, wie immer, Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. So, Sommerpause, aber wir geben keine Ruhe. Wir nehmen zwischendurch mal trotzdem auf, denn das wird auch schon die einzige Folge sein jetzt in der Pause. Und wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, ist schon wieder Ligasaison. Eigentlich auch ganz schön. Wir gucken mal, was wir heute so besprechen, was es schon so zu erzählen gibt rund um den SVW. Und wir waren auch zu Gast, wie schon angekündigt, beim Drittliga-Rückblick von den Kollegen von 120 Minuten. Sonja, magst du uns kurz oder den Hörern kurz erzählen, um was es da ging? Ja, es geht darum, dass Podcaster aus der dritten Liga zusammengetrommelt werden und eine große Abschlussfolge sozusagen aufnehmen. Immer aufgenommen mit so zwei, drei Vereinen Zeit, die so halt ein bisschen miteinander auch beschäftigt haben und das dann aneinander geschnitten sind, glaube ich, am Ende fast 4 Stunden draus geworden. Kannst mich korrigieren, wenn's weniger war. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber irgend sowas in die Also Richtung, auf jeden ja. Fall Oder drei. relativ lang. Ja. Kann man sich anhören, haben wir über alle unsere Kanäle gepostet, auch mal so ein bisschen die anderen verfolgen. Gibt auch natürlich welche, die jetzt hoch oder runter gehen. Also alles ein schöner Rückblick auf die letzte Saison. Genau. Zwei gehen uns ja, nein, drei sogar gehen uns ja abhanden. Die Regensburger, die Kieler und die Kollegen vom FSV Frankfurt. Unsere Freunde von Schwarz und Blau, die haben es ja gerade noch auf den letzten Drücker noch geschafft, in der Liga zu bleiben. Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob von den Auf- oder Absteigern, ob es da Podcasts gibt. Also von Würzburg und von Karlsruhe wäre es mir jetzt nicht bekannt, aber vielleicht ergibt sich ja noch was. Vielleicht fangen da jetzt auch ein paar neue Podcasts an. Das wäre ja auch mal interessant. Ja, auf jeden Fall. Genau. Was treibst du sonst so in der Sommerpause gerade? Was schaust du? Bist du voll im Confed-Cup-Fieber? Wer ist das nicht? Also bitte. Genau. Nee, ich hab da ehrlich gesagt fast gar nichts von gesehen. Also ich bin so jemand, ich mache dann irgendwie eher Sachen und dann läuft es irgendwie und dann gucke ich mal drauf und dann sind irgendwie wieder 3 Tore mehr gefallen als das letzte Mal, als ich auf dem Fernseher geguckt habe. Also ich muss sagen, da, das packt mich nicht so wirklich. Ich suche dann eher nach Spielen, die ich mir anschauen kann, war jetzt noch nicht so viel, aber das finde ich dann doch ein bisschen spannender. Also dann so schauen, was die Vereine in der Vorbereitung so treiben, wer da irgendwie neu ist und was sich da so abzeichnet. Das ist dann doch ein bisschen spannender. Ja. Aber du willst auf unsere Groundhopping-Rubrik raus? Ja, Gehe ich das mal stark war davon aus. jetzt, können wir gerne gleich einsteigen. Du warst unterwegs. Und genau deswegen würde ich sagen, dass ich den Stab mal an dich übergebe, weil bei mir waren das nur ein paar SVW-Spiele, auf die wir kommen. Okay, über die sprechen wir Aber gleich noch, ja. genau, du hast, glaube ich, ein bisschen was Geileres zu erzählen dieses Mal. Ja, tatsächlich. Ich habe einen neuen Länderpunkt und somit auch einen neuen Stadionpunkt gemacht Yeah. in meiner bescheidenen Groundhopper-Laufbahn. Aber tatsächlich, ich war vorletztes Wochenende oder ein bisschen um das Wochenende drumherum in New York und habe da dann auch gleich die Gelegenheit wahrgenommen, derweil dort die Saison ja weiterläuft oder die ja nicht wie bei uns von Sommer bis Sommer geht, sondern irgendwie von, weiß nicht, wann fangen die an? Irgendwie im April bis Oktober oder sowas, glaube ich, da die Major League. Wieso eigentlich, weil der Winter so lange ist, oder was? Nee, ich glaube, die stimmen das halt mit ihren anderen Profiligen halt irgendwie ein bisschen ab. Ah, Gut, weil ich kenne jedenfalls das war ich sonst nur in. von Nordeuropa. Ja, gut. Ja. Ich war jedenfalls in New York und habe da den New York City FC angeschaut im Heimspiel gegen die Seattle Sounders. Und was ich besonders reizvoll fand, dass die spielen im Yankee Stadium, also eigentlich, wo eigentlich sonst Baseball gespielt wird, die berühmten New York Yankees. Und ja, das war eigentlich sehr witzig. Also mit New York City FC an sich könnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Das ist halt auch erst gerade kürzlich gegründet. Ich überlege, wie lange gibt es jetzt? Ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr, dass die spielen. Gehört zur Hälfte, glaube ich, den Yankees und zur Hälfte diese City Group, wo auch irgendwie Manchester City dazugehört und weiß ich nicht, irgendwas anderes wahrscheinlich auch noch. Irgendwie also halt im Prinzip der Abu Dhabi, die irgendwelche Scheichs. Also so
Emotionen, Herzblut und sowas. Ja, klar, also das ist echte Liebe und allen Pipapo. Ja. Ja gut, aber gut, als amerikanischer Sportfan ist man da wahrscheinlich ja nicht gar so kritisch, weil ja doch viele Vereine irgendwie mal hier und da neu aus dem Boden gestampft werden. Heißt ja auch nicht Vereine, das sind dann Franchises oder auch mal umziehen und lauter solche Sachen. Also gut. Ja, aber jedenfalls freut es mich, da mal in das Yankee Stadium zu kommen und nicht unbedingt Baseball anschauen zu müssen. Finde Baseball an sich ja eigentlich ganz cool, aber es geht halt wahnsinnig lang und zieht sich furchtbar. Also ich habe in Montreal mal ein paar Baseballspiele gesehen, damals, als es da noch ein Major League Team gab. Gut, jedenfalls, das war irgendwie Samstagmittags und war schon ganz witzig, die Anreise, weil es nämlich dann irgendwie so eine Stunde vorm Spiel oder was fing es furchtbar an zu schütten. Und wir haben uns dann noch Regenschirm und Ponchos geholt, weil wir hatten nämlich eigentlich Plätze im Supporters Block. Auch sogar Stehplätze gibt es da tatsächlich. Und zwar noch die billigsten Karten. Und ja, wenn ich irgendwo so bin, wo ich eigentlich keine Aktien drin habe, dann stelle ich mich eigentlich ganz gerne irgendwo so zumindest an den Rand Supporter-Blocks, da ist man, hat man wenigstens ein bisschen Stimmung drumherum. Und ja, aber weil es dann so geschüttet hat, sind wir dann eigentlich doch unterm Dach geblieben und das hat auch keinen gestört. Also sie haben da jetzt nicht weiter kontrolliert. Und ja, das war insofern ganz lustig, weil zunächst mal ist ja so ein Baseballstadion, hat ja eine völlig andere Geometrie als ein Fußballstadion. Das heißt, das Spielfeld, das nimmt nur so einen Teil der gesamten Innenraumfläche ein. Das ist schon irgendwie äußerst bizarr und die Tribünen halt auch dementsprechend. Also es ist quasi auf der einen Seite bündig, aber auf der anderen Seite ist halt ewig viel Platz von der Tribüne bis zur Seitenlinie. So eine einseitige Laufbahn sozusagen. Ja, Laufbahn ist da gar nicht. Ja, so halb, Vom aber die vom geht dann halt Gefühl. auch schräg. Also man weiß ich, wenn du ein Baseballfeld vor Augen hast, da ist ja dann halt irgendwo in der Ecke dann diese Homebase und da steht dann, weiß ich, 20 Meter entfernt oder irgendwas dann der Schlagmann und so weiter. Das ist ja dann so trichterförmig quasi geht das so auf. Und da passt auch gerade so das Fußballfeld dann da so rein. Ich habe auch gelesen, das ist, glaube ich, irgendwie so der kleinstmögliche Platz, also der so jetzt nach FIFA-Standards irgendwie, also es geht gerade so irgendwie. Ja, und dann, eigentlich war schon der Einlass schon ein bisschen skurril, weil die hatten dann, obwohl es zerschüttete ohne Ende, hatten wir aber natürlich, gut, klar, sie haben trotzdem also ihre Sicherheitskontrollen, sogar hier mit Metalldetektoren, wo man so durchläuft, also durch diese Torbögen. Und weil dann da gerade ein Schwung Leute halt aus der U-Bahn kamen mit uns, mussten dann, haben sie dann noch zusätzlich dann solche Bänder aufgemacht, also solche Spuren, in denen man sich da, die waren zwar komplett leer, weil die meisten Leute waren schon drin, wir waren ein bisschen spät dran. Aber trotzdem mussten wir dann da erstmal irgendwie, statt direkt zur Kontrolle zu gehen, mussten wir dann erstmal diese Bänder auf und ab und auf und ab. Und da traut man sich natürlich auch nicht, bei den streng dreinblickenden Security-Leuten dann einfach dann da so unten drunter durchzugehen oder sowas. Ne? Das heißt, wir mussten da im Wie bei strömenden Regen, Achtbahn, ja, bei mussten Achterbahn wir. im Freizeitpark, wenn nichts los ist und du musst so dieses ganze Labyrinth durchgehen, Ja. wo normalerweise die Leute anstehen. Genau, ja, Ah. so ungefähr. Und das halt bei strömendem Regen und dann waren dann auch diese Kontrolle. Da muss man, also wie am Flughafen, da musst halt irgendwie so dein sich Portemonnaie oder Handy und sonst irgendwas, das musst du halt in so ein Schälchen legen, weil das dann halt ja sonst da piepsen würde. Das ist noch alles draußen, ne? Das ist also voll geregnet und so weiter, war eigentlich ziemlich uncool irgendwie. Aber gut, wir haben es irgendwie reingeschafft und sind dann auf dem Weg zu unserem Block dann erstmal falsch gelaufen. Also quasi halt mussten einmal ums halbe Stadion rum. Hätten aber vorher schon irgendwie in die obere Etage gemusst und dann da hinten, da gab es dann keinen Aufgang mehr. Also mussten wir halt alles wieder zurück, ja, nochmal und dieses riesige Stadion hoch und wieder rüber und dann haben wir uns aber dann trotzdem dann halt irgendwo unter das Dach dann gesetzt. Warte mal Ja. ab, bis die Britta-Arena ausgebaut ist. Sind die da auch nicht mehr zurecht? Das würde ich gerne erleben, ja, bis wir ein 50.000 Mann Stadion in Wiesbaden stehen haben, ja. Ich muss eigentlich sagen, es sieht eigentlich viel größer aus, da dieses Yankee Stadium. Es ist eigentlich recht groß, also es ist zwei, beziehungsweise die Hälfte hat sogar noch so einen dritten Rang. Also es wirkt für mich eigentlich größer als 50.000 Plätze, aber das ist so zumindest das, was ich gelesen habe. Und angeblich waren ungefähr 25.000 da, aber es sah deutlich weniger aus als halb voll. Was aber auch daran liegen könnte, dass die meisten Leute sich ja irgendwie ständig an den
Fressständen irgendwie aufhalten oder in den Getränkeständen. Das ist wirklich, es ist rammelvoll, also wirklich dann halt sämtliches Fastfood und Popcorn und den ganzen Krams, was dann halt so gibt. Und ja, und das ständig halt ein Riesenbetrieb. Um uns herum saßen so mehrere Familien irgendwie, dann die Väter haben dann so einigermaßen aufmerksam das Spiel verfolgt, die Kinder haben sich anders irgendwie abgelenkt oder sich gegenseitig irgendwie geärgert und sonst irgendwie. Und die Mütter waren die ganze Zeit am Nachschub besorgen, irgendwie, um die Kinder irgendwie still zu halten. Hier nochmal so ein Eimer Popcorn, hier nochmal Fritten und so. Das war Ist ja schon. eigentlich wie beim FC Bayern, oder? Dürftest du Nee, dich ja wohlfühlen. kann ich nicht bestätigen. Also, Willst du nicht bestätigen? nee, also ich meine, klar, da gibt es dann auch, wenn du irgendwo auf der Tribüne sitzt, natürlich Leute, die da rein und rauslaufen oder sowas, aber nicht im Annähern zu vergleichen mit dem, was da in den USA da Aber passiert. wenn die immer was bekommen haben, wenn die rausgegangen sind, sollte man die mal mit dem SVW schließen. Also da kann ich mich auch schon dran erinnern, so irgendwie Familienblock und zur Halbzeit die Fanta leer und so. Also Ja, der Leer ist da nichts geworden. Die kommen auch ja, zwischendurch, siehst es du? gibt auch tatsächlich Bier, sogar eine ganze Reihe verschiedene Sorten und verschiedene Größen und vor allem verschiedene Preise. Also das fing, glaube ich, an irgendwie bei irgendein einheimisches Bier in der kleinen Größe, ich glaube so 6 oder 7 Dollar oder sowas. Das hätte ich mir sogar noch gegönnt, war allerdings irgendwie gerade an dem Stand irgendwie dann nicht zu haben. Und dann liefen dann aber andere rum, dann irgendwie halt durch die Sitzreihen, die dann auch irgendwelches importierte Bier, was ich Heineken oder sonst irgendwas dann da so anbieten. Und das ging dann rauf, ich glaube, bis 15 Dollar. Ich auch mal was gönnen, Ja, das habe ich mir nicht gegönnt. Also das habe ich mir gespart. Das fand ich dann irgendwie übertrieben. Habe ich lieber abends in der Kneipe noch ein Bier getrunken, aber das musste dann nicht sein. Naja, gut. So zum Spiel, war eigentlich ganz witzig, weil so, zumindest das von so als Neutraler das so zu beobachten, das war halt irgendwie nah an irregulären Bedingungen, weil es halt eben so stark geregnet hat und der Platz halt auch richtige Pfützen hatte, dass halt der Ball kaum gerollt ist und dann manchmal so richtig so in den Pfützen liegen blieb und so. Das war Ah, nicht, schön flach ja, nicht ankommen. genau, also wenn das jetzt irgendwie bei einem deutschen Fernsehkommentar wäre auf jeden Fall irgendwie Wasserschlacht Polen 74 und so weiter irgendwie gekommen, das wäre unvermeidlich gewesen, diese Referenz. Aber ja, die spielten dann da irgendwie munter. Eigentlich hat New York komplett da das Spiel gemacht und wie es dann so kommt, ich glaube so mit einem von überhaupt nur zwei Angriffen oder sowas in der ersten Halbzeit macht dann Seattle dann das 1-0. Da gab es schon ein paar lange Gesichter um uns herum. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie es dann gedreht. Gab es dann erst einen Elfmeter, den David Villa, der spanische Ex-Weltmeister, der da der große Star ist, verwandelt hat. Und der hat dann später auch noch das 2-1 geschossen und dann war die Welt da Komm, natürlich in Ordnung. Weltmeister bleibt man doch ein Leben lang, oder? Ja, natürlich. Also halt der Weltmeister von, wann war es? 2010. Genau. Und ein 2006er Weltmeister haben sie auch, nämlich Andrea Pirlo. Boah, da hast du ja Legenden gesehen, Ja, den ey. habe ich allerdings nicht gesehen, der saß nur auf der Bank. Den habe ich ganz weit in der Ferne vermutlich aufwärmen sehen, aber er wurde nicht eingewechselt. Fand ich ein bisschen schade, hätte ich natürlich auch gerne nochmal gesehen. Aber ja, so insgesamt war es ein ganz lustiger Kick, so das Ganze drumherum war mal ganz spaßig. Ja, hat Spaß gemacht. Gut, jetzt habe ich Jetzt lange. bin ich auf die Überleitung gespannt. Auch die Überleitung zu unserem. Ja, da gehen wir doch direkt weiter zum Testspiel auf Malbec gegen Gunsenheim. Aus New York zum Halbert. Ja, genau. Nee, ansonsten habe ich jetzt dazu zu New York nichts. Ach so, doch eins fand ich noch interessant. Da haben dann irgendwie, ich glaube, das war es der Ausgleich. Ich glaube, ja, genau. Also das erste Tor von David Villa, da haben sie es dann groß zelebriert. Das war sein 50. Treffer für New York City. Und da habe ich überlegt, wie lange ist der denn jetzt schon da? Und ich glaube, das ist jetzt seine dritte Saison, also ist gar nicht so schlecht. Ich meine, die Saison ist ja nicht so lang bei Oh. denen. Hat also schon eine ganz ordentliche Quote. Kann man mal so machen. Ja. Genau. Ansonsten. Wird auch gutes Geld dafür kriegen. Ja, also das ist, glaube ich, eine. Die können ja dann irgendwie, ich glaube, pro Mannschaft gibt es ein paar. Also die haben an sich irgendwie da so, glaube ich, irgendwelche Gehaltsbeschränkungen, aber sie dürfen dann ein paar so Starspieler, die dürfen dann irgendwie dann deutlich mehr verdienen. So wie jetzt ja Der ist auch richtig Schweinsteiger.
Eigentlich, aber gut, egal, anderes Thema. Ja, so wie Schweinsteiger da in Chicago, der kriegt ja dann auch mehrere Millionen, während die anderen dann halt irgendwo, keine Ahnung, weiß ich, wahrscheinlich ein Zehntel oder sowas dann davon bekommen. Also irgendwie so. Und so wird es mit David Villa und Pirlo natürlich auch sein. Ja, gut. Dann schließen wir doch mal hier das Hopping-Segment ab und berichte uns doch mal, was du auf dem. Oder möchtest du, nee, vorher war noch das Spiel in Trier. Du warst in Trier bei der A-Jugend, ne? Ja, wollen wir das jetzt schon komplett durchexerzieren mit der IU? Oder heben wir uns das noch auf für die. Spannung, Trommelwirbel? Ja. Ja, dann heben wir uns das noch eben auf. Dann bericht uns doch mal vom Testspiel gegen Gonsenheim. Das war das jetzt das erste nach dem Trainingsauftakt, ne? Genau, das war in der letzten Woche oben auf dem Hallberg. War allein schon deswegen geil, weil es unten in der Stadt sehr heiß war, über 30 Grad. Und auf dem Hallberg ist es immer mal so 5 Grad weniger. Ja, das ist ja generell, sobald du über die Platte oder über die eiserne Hand drüber bist, dann wirst du schon mal gleich mehrere Grad kälter. Dann ist es ja auch noch, selbst in Wien ist es ja dann auch noch mal auf dem Berg, das Stadion. Das ist ja dann, für sowas ist ja wie gemacht. Also da war es natürlich trotzdem noch warm und ich habe mich da auch gut bedient, reingestanden, mehrfach. Aber war dann doch schon deutlich angenehmer. Mir taten die Jungs dann trotzdem ein bisschen leid, die da jetzt mitten in der Sonne da noch kicken mussten. Waren auch dem nach vorher schon eine Stunde irgendwie auf dem Platz oder unterwegs mit Konditionstraining. Ja, ich habe gelesen, die haben sogar noch nachmittags halt noch irgendwie noch einen Genau, strammen Lauf gehabt. Ja. Spiel war am frühen Abend und scheinbar haben sie davor Konditionstraining gemacht. Und das hat man dann schon auch ein bisschen gemerkt. Also die wirkten auch eher platt und dass auch mal so Pässe nicht angekommen sind und die Zuschauer auch gedöhnt haben, so, oh mein Gott, du kriegst nicht mal den Pass zum Mann. Aber das konnte man da, glaube ich, schon ganz gut damit erklären. Und dann, also es ist 2-1 also wir sind 1-0 in Führung gegangen. Das war Müller, glaube ich, der hat so vom Strafraum-Eck, nach einer Ecke, glaube ich, einfach so irgendwie durchgeschossen. Also standen, glaube ich, 20 Leute dazwischen und er war dann trotzdem drin. Und dann, der Ausgleich fiel dann Anfang zweiter Halbzeit mit einem Fehlpass von Lorch. Das war auch wieder so einer, wo man sagt, okay, ey, sollte er eigentlich echt mal ankommen, aber sah dann doch sehr nach schwere Beine aus. Und der Gegenspieler ist eigentlich von der Mitte aus losgelaufen und hat sich dann Herz gefasst und ist durch alle durch. Also das war auch, muss man sagen, es war auch richtig geil gemacht. Und ist dann an allen vorbei. Torwart auch nicht so richtig gut. Das war dann unser neuer zweiter Torhüter. Und dann stand es lange 1-1 und dann hatten sie noch ein paar Chancen. Breitkreuz hat wieder einiges vergeben, so wie man es leider ja auch aus der letzten Rückrunde noch kannte. Naja, wollen wir mal gucken, Und ob dann der hat aber so. noch ein bisschen das Ziel, was er findet, bis zum Saisonauftakt. Ja, es wäre ja gut, weil die Chancen hat er ja auch da wieder gehabt. Und dann hat so aus dem Gewühl raus, paar Minuten vor Schluss, ja, dann noch das 2-1 gemacht. Wer hat das gemacht? Aber Jetzt hat es es, gerade geknackt in der Leitung. ja, Jan Bangert. Ah ja, genau. Und ja, war dann auch, hat man auch in den Interviews dann gehört, dass es eigentlich okay war für alle. Also, dass jetzt die Zuschauer ein bisschen gemurrt haben, so, ne, unterklassigerer Gegner und nur 2-1 und nicht alles hat so gepasst. Aber es war wohl auch genau darauf ausgerichtet, dass er einfach nochmal, also es wurde komplett durchgewechselt. Das heißt, jeder hat 45 Minuten gespielt. Es war dann also genau darauf ausgerichtet, dass sich dann jeder nochmal 45 quälen muss nach dem Konditionstraining. Ja. Und dass man mit dem Ergebnis dann auch zufrieden war. Ja, ich war dann überrascht, als ich so die Aufstellung gelesen habe, dass Wladimir Kovac, der einer unserer Rechtsverteidiger, und Evans Niarchos, der ja in der Winterpause kam und eigentlich nur einen Kurzeinsatz bisher hatte, weil er sich ja gleich anfangs verletzt hatte, dass die beide gar nicht gespielt haben, dachte ich, sind das vielleicht noch so mögliche Streichkandidaten, wenn die noch nicht mal bei so einem Testspiel jetzt da zum Einsatz kommen? Ja, wobei, um das weiter zu spinnen, beim nächsten Testspiel waren sie dann dabei und ich glaube, Genau. beim nächsten Testspiel war es auch wieder so, dass es komplett durchgewechselt wurde. Also das ist dann einfach nur dadurch zu erklären, dass der Kader halt mehr als 22 Mann umfasst und dass dann jeder mal so jetzt auch zwischendurch eine Pause kriegt. Genau, ja, das. So, ich habe auch überlegt, ob man das ableiten kann und also so ein Genau, aber paar zumindest haben das das, glaube ich, zweite. schon abgeleitet. Ja. Ja, und dann glaube ich, liegt es aber daran, dass halt diese klare Linie fahren, okay, eine Mannschaft, eine Halbzeit. Ja. Ja, ich meine, weniger als eine Halbzeit macht ja dann irgendwie auch keinen Sinn. Eben, du brauchst noch nicht nach 20 Minuten Leute wieder aus. Ja. Das ist dann auch Stand. Ich meine, es gibt genug Testspiele, da kannst du auch variieren dann.
Ja, genau. Also dann gab es Entschuldigung, am vergangenen Wochenende ein zweites Testspiel gegen Viktoria Griesheim in Griesheim. Da warst du nicht vor Ort, ne? Nein. Nee, ich auch nicht. Habe ich auch nur gelesen. Das ging wohl ein bisschen deutlicher aus. Nein, nicht wohl. Also es ging mit 4-0 auf jeden Fall deutlicher aus und war wohl auch recht souveräne Vorstellung, wie man so liest. Laut Ticker haben wir da ja auch noch einiges an Chancen verballert. Und ich habe mir danach auch wieder das Trainerinterview angeguckt auf dem vereinseigenen Kanal. Und das fand ich relativ deutlich, weil ich glaube, wir haben 1-0 zur Halbzeit geführt und dann stand es danach lange noch 1-0 und dann sind so hinten raus ein paar Tore gefallen. Der Ticker die ganze Zeit, ja, wieder eine gute Chance, wieder eine gute Chance. Aber dass man dachte, das lief so durch, aber Rüdiger Rehm war irgendwie sehr unzufrieden mit der ersten Halbzeit und er meinte, dass die Leute da gut kommuniziert haben und so, dass da was gefehlt hat und in der zweiten Halbzeit wäre das viel besser gewesen. Okay. Also er scheint da auch mit einer recht klaren Vorstellung ranzugehen. Also was man jetzt so nicht mitkriegt, wenn man nur liest, oh, wieder eine gute Chance. Oder jetzt mal ein schönes Tor. Also hinten raus haben sie wohl auch echt dann noch ein paar Traumtore geschossen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber es klang auf jeden Fall so in der Beschreibung. Ja, habe ich auch nur gelesen, genau. Aber da war dann doch durch diese Interviews noch ein bisschen mehr rauszuhören. Auch, dass sie sich auf das Testspiel wiederum anders vorbereitet haben als auf das gegen Gonsenheim. Also Ja. dass sie diesmal halt wo wirklich auch Druck machen wollten und nicht nur einfach nochmal 45 Minuten die Leute in der Hitze quälen. Da hat, wo du gerade Raumtor sagst, ich glaube, das letzte war von Kuhn. Wie heißt der Junge noch? Moritz Kuhn? Moritz Kuhn, ne? Genau. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Den müssen wir gleich nochmal vorstellen. Der kam jetzt kürzlich zu uns. Nur gerade ein Wort noch. Das hatte mich überrascht, weil der ist eigentlich als Mittelfeldspieler ja, deklariert. Aber im ersten Spiel. Zumindest wenn ich Ja, der, die genau. Aufstellung richtig gelesen habe, hat er Rechtsverteidiger gespielt, ne? Ja, stimmt auch. Also hat dann auch nicht ganz so viele Aktionen vorne Hm. gehabt. War ja dann scheinbar in dem anderen Testspiel anders. Ja, da war er dann Also wohl da im Mittelfeld oder beziehungsweise halt auf rechts außen dann irgendwie wohl habe ich auch aufgerückt, viel ne? mehr von Aktionen nach vorne gelesen. Genau. Was, glaube ich, auch noch im ersten Testspiel war, dass in der Aufstellung für die zweite Halbzeit war irgendwie erst. Dass ich es nicht falsch rum sage, ich glaube, es ist Lorch in der Innenverteidigung und Dams im Mittelfeld, also im defensiven Mittelfeld. Und die haben dann so nach der Hälfte der zweiten Halbzeit die Positionen gewechselt. Ah, okay. Aber ansonsten ist da nicht so viel aufgefallen. Und jetzt, wo ich gerade über die Position rede, fällt mir auch noch ein, dass wir ja beim Spiel gegen Gonsenheim noch einen Testspieler hatten. Ah ja, genau, so ein Holländer, Ein ne? Holländer Ja. für die linke Seite. Der kam irgendwie aus der dritten holländischen Liga, hatte schon 2 Tage mittrainiert oder so. Ja, wie Und gesagt, der da hörte Bond, man glaube aber, ich. ja, hörte man dann aber auch schon, den wollen sie wahrscheinlich trotzdem noch mal eine Halbzeit spielen lassen. Muss sagen, so viel hat man von ihm nicht gesehen, außer ein paar Flanken, die nicht sehr präzise, aber dafür sehr hart waren. Also ich habe mich irgendwie eher gefreut, dass keiner an diese Flanke gekommen ist, weil das hätte auch brutal enden können. Also, Wie ein Mitspieler der abgeschossen, ne? Genau, so Scheffler Gehirnerschütterung von Flanke getroffen. Okay. Aber wurde dann auch danach wieder weggeschickt und war keine Verstärkung. Ja. Aber also der gehörte auch zu dem Team, das da eine Halbzeit gespielt hat. Richtig, ja, genau. Ansonsten fiel mir noch auf, dass Stefan Webudulu wieder mit dabei ist. Der war ja in der letzten Saison lange verletzt. Der hatte glaub in der Rückrunde, hat überhaupt ein Spiel gemacht? Weiß ich nicht. Also wenn, dann nicht viele. Der ist offensichtlich wohl wieder fit und kam da auch zum Einsatz im Sturm. Das ist ja schon mal ganz erfreulich. Ja, ansonsten glaube ich, brauchen wir über die Testspiele jetzt nicht zu viel debattieren. Da kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht allzu viel rauslesen. Oder hast du noch ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Nee, bisher eh nicht, aber also grundsätzlich finde ich es auffällig, dass wir jetzt nicht gegen so Wiesbadener Stadtauswahl, was wir sonst gemacht haben, so spielen, sondern schon irgendwie Gegner, auch die noch kommen, die jetzt halt nicht so weit unter uns sind. Also gerne so Regionalligisten oder so oder dann Ja, ganz am Ende halt dann auch noch Mainz. Also finde ich schon gut, dass es so ein richtiger Test ist und nicht, wir rennen nach vorne und jetzt 10 oder 12 Tore. Also es macht doch mehr Spaß beim Zugucken, mir jedenfalls, wahrscheinlich den meisten nicht, die mal irgendwie so ein 20-0 sehen, aber finde ich doch irgendwie
Da kann man Spieler auch besser einschätzen. Ja. Ja, ich glaube, einige der Testspielgegner, die hatten wir auch letztes Jahr schon. Ich weiß nicht, ob sie einfach dann angerufen haben und gesagt, hier einmal wie immer, oder? Also beim letzten Spiel in Griesheim war ich, das weiß ich noch letztes Genau, Jahr. und ich bin jetzt nicht sicher, gab es Gonsenheim nicht letztes Jahr auch irgendwie? Und dann haben wir ja später wieder Rot-Weiß Hadamar, die hatten wir letztes Jahr auf jeden Fall auch mit dabei. Naja, Aber ich gut. kann mich auch, wie gesagt, an so viele Spiele erinnern, die dann wirklich so gegen so eine Stadtauswahl oder hier in Ja, genau, das gab es auch Eschaffenbruchsheim mal oder so so. ein Das Wiesbadener ist ja Stadtauswahl, diesmal irgendwie irgendwie das. so gar nicht dabei. Ja. Das fand ich aber auch ganz witzig. Also da war ich mal oben auf dem Platz da an der Waldstraße. Wer ist das? Ist das Germania Wiesbaden? Wer spielt da? Nee, ich glaube, die spielen oder. Ach, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls irgendein unterklassiger Wiesbadener Verein. Und genau, da hatten sie mit so eine Stadtauswahl dann einmal gebildet. Ja, das war natürlich dann auch so ein bisschen, ja, nicht ganz volksfest, aber so ein bisschen Trubel und sowas und sich halt so ein bisschen in der Stadt auch zu präsentieren. Fand ich jetzt auch nicht so Ja, verkehrt, gut. ja, damals. Darf, ja, kann man machen, aber dafür ist jetzt auch der SVW nicht so trubelig genug. Also so Ja. viele Leute ziehen die dann irgendwie auch nicht an. Ja, naja, gut, ich meine, das ist immer noch so dieses Thema, so von wegen, ne, so in der Stadt ankommen oder sich verankern und so weiter. Naja, aber gut. Nee, aber also sportlich finde ich es Ja, klar, relativ das ist natürlich sinnvoll, wertvoll, was sie so in den Testspielen haben. wenn man Also wenigstens irgendwelche müssen wir jetzt nicht so Oberligisten hat oder abtun, ne? so, ja. Genau. Dann gucken wir doch gerade mal auf die nächsten Partien, die da noch so anstehen. Also wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf, 27. Juni, und morgen ist ein Testspiel gegen Waldorf. Wie heißen die? Rot-Weiß Waldorf, glaube ich, oder? Astoria. Ach, Astoria Waldorf war das, genau, ja, richtig. Ich habe es mir jetzt nur hier, hab mir nur Waldorf notiert. In Waldorf, also das ist da Richtung Heidelberg darunter. Fährst du hin? Hast du das vor? Ich überlege es mir noch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, wenn ich davor noch einen anderen Termin habe. Aber wäre interessant, ich weiß nicht, auf welchem Dorfplatz es wieder ist. Es ist nicht direkt bei Astoria Waldorf. Also Achso. die spielen Regionalliga. Bei denen war ich auch schon. Also bei einem Ligaspiel. Ja, die waren doch Aber letztes Jahr so auch doch im DFB-Pokal, meine ich. genau, da sind die relativ weit gekommen. Genau, also mindestens eine Runde haben sie, glaube ich, überstanden, ne? Ja, glaube ich sogar, die haben, glaube ich, zwei Höherklassige rausgekickt. Naja, Jetzt nicht mehr sagen, welche, aber doch, da waren die relativ weit, ja. Ja. Genau. Und dann am Samstag. Kommenden Samstag auf dem Hallberg gegen die U21 vom 1. FC Köln. Das hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, da stand das schon fest. Und dann geht es für eine Woche oder 9 Tage oder was, weiß gar nicht wie lange, ins Trainingslager. Und da gibt es dann ein Spiel. Ich glaube, die fahren dann wahrscheinlich dann noch samstags oder sonntags dann los oder sowas. Und dann am letzten Tag, quasi auf der Rückreise, gibt es dann auch noch ein Testspiel, und zwar gegen FC Ingolstadt. Also jetzt gerade Erstliga-Absteiger. Auf der Anlage vom SV Karlshult, wo auch immer das ist, muss auch wahrscheinlich da irgendwo hin. Ich habe es erst für einen Tippfehler gehalten, aber es Was hast du gedacht? scheint es wohl wirklich zu geben, ja. Was hast du für da gedacht, dass es sein könnte? Also mein Gehirn im Schnellscan erstmal Karlsruhe gelesen. Also, aber SV, bitte. Ja, im Schnellscan. Ja, okay. Ja, das Und dann sind. habe ich natürlich, dann habe ich natürlich nachgeguckt, weil ich dachte, boah, noch nie gehört. Aber bin ich eh nicht da. Okay, und hast du gemerkt, wo das jetzt ist? Wahrscheinlich irgendwo in Bayern auch noch da unten, ne? Dann, Ich habe es wieder vergessen, wo ich bin. also das Trainingslager ist ja da irgendwo in Bad irgendwas. Jetzt habe ich es vergessen. Letztes Mal habe ich es noch erzählt. Irgendwo in Niederbayern. Naja, da wird es wahrscheinlich dann irgendwo auf dem Weg dann da sein, wo sie dann die Ingolstädter dann treffen. Die vermutlich dann noch nicht so lange im Training sind. Ich weiß nicht, wann da der Trainingsauftakt ist. Wahrscheinlich ein paar Tage vorher. Mal gucken, was das gibt. Naja. So, und dann gibt es dann noch die Woche drauf in Hadamar. Schon wie erwähnt, ein Testspiel. Und dann das letzte zu Hause in der Britta Arena gegen den FSV Mainz 05. Ganz schön, dass man da auch nochmal einen Bundesligisten hat. Und der ja jetzt neuerdings von unserem früheren Spieler und Teamchef Sandro Schwarz trainiert wird. Auch ganz schön. Ja, ist auch nicht das erste Mal, dass man gegen die testet. Das liegt ja nahe. Ja, klar. Ich meine, und die sind dann halt auch ja, so
eine Woche, 10 Tage oder so ist im Training. Für die ist das vielleicht dann zu dem Zeitpunkt auch wahrscheinlich ganz gut, dann gegen Drittligisten zu Ja, spielen. klar, Kein weiter Weg wir und sind so so gut wie weiter. fertig, ja. Ja, genau. Also das ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, und dann wissen wir noch nicht zu diesem Zeitpunkt genau, wie es weitergeht. Also es ist klar, am Wochenende des 21. Juli beginnt die Drittligasaison. Aber der Spielplan ist noch nicht da. Der Es kommt. ist wie immer, irgendwann kommt mal das Jahr, in dem der Spiel erst rauskommt, wenn der erste Spieltag schon vorbei ist. Es wird gefühlt immer später. Es ist fürchterlich. Ja, dann kannst du nur hoffen, dass du am ersten Spieltag spielfrei hast, so wie in so einer Regionalliga mit 19 Teams oder so. Da Ja, gibt's ja spielst nicht. halt gegen irgendwelche Chinesen und dann ist egal. Dann, naja. Hast du eh immer Heimspiel, ne? Ja, genau. Guckst halt mal, ob jemand kommt oder nicht. Scherz beiseite. Also jetzt der Spielplan für die erste und die zweite Liga kommt jetzt am Donnerstag, also von uns aus gesehen übermorgen jetzt vom Zeitpunkt der Aufnahme. Und dann wird wohl am Anfang der kommenden Woche der Spielplan für die dritte Liga rauskommen. Dazwischen gibt es dann noch die Terminierung des DFB-Pokalspiels. Stand das eigentlich schon fest, als wir das letzte Mal aufgenommen hatten? Hatten wir da schon, war die Auslosung da schon durch? Nein, wir haben uns drauf gefreut. Ja, genau, da waren wir noch voller Vorfreude. Richtig, da haben wir noch spekuliert, wen wir uns denn so wünschen könnten. Ja. Genau, wer ist es jetzt geworden? Es ist Erzgebirge Aue geworden. Erzgebirge Trommelwirbel, Aue. Tusch. Genau, Erzgebirge Aue. Badums. Aua. Das ist insofern interessant, weil es einerseits von ein ehemaliger Club von Rüdiger Remis, der Einer hat. von. Naja gut, der hat ja schon bei mehreren gespielt, ne? Eben, ja. Ja. Wie lange war er da? 2 Jahre? Weiß ich nicht mehr. Warum weiß ich sowas? Das ist fürchterlich. Egal. Hast du gerade ja gesagt? Ja. Ah, okay, ja, natürlich weißt du das. Als Ich war da tatsächlich öfter zu der Zeit. ja, und als Rüdiger Rehm-Fangirl Nummer 1 musst du das wissen, Damals ne? schon, damals schon. Ja. Und es ist noch aus dem zweiten Aspekt interessant. Wir hatten uns ja eine Mannschaft gewünscht, die schlagbar ist. Und idealerweise auch noch eine Menge Fans mitbringt. Eine Menge Fans mitbringen wird es jetzt wahrscheinlich nicht ganz hinhauen. Aber zumindest rein vom Formal, also jetzt so vom Papier her, ist das tatsächlich der schlechtestmögliche Gegner, den wir kriegen konnten. Wenn ich es jetzt richtig Ja, überblicke, also. ne? Die waren 14. in der zweiten Liga. Und das ist ja genau Ja. der Cut. Also ab da Das sind die drunter. Ersten, die kein Heimspiel kriegen, ja. Genau. Die anderen 15, 16, 17, 18 aus der zweiten Liga, die sind ja dann im Amateuretopf. Dafür den Also, Pokal. ich war ja neulich auch beim Trainingsauftakt, da habe ich die tolle Einschätzung gehört von jemandem. Ja, Erzgebirge Aue, also, wenn wir gewinnen, war es ein gutes Los, wenn wir verlieren, war es scheiße. Ich meine, mehr muss man ja über den ganzen DFB-Pokal nicht sagen, das ist ja wunderschön philosophisch, macht das ja alles andere kaputt, was wir jemals über den DFB-Pokal gesagt haben. Naja, Aber. es gibt ja auch Lose, die sind ja auch, wenn du verlierst, vielleicht trotzdem toll, wenn jetzt meinetwegen irgendwie gegen Ja, eine für dich Top-Mannschaft. vielleicht. Für mich Ja. nicht. Wenn ich Spiel sehe, will ich das gewinnen. Also. Ja, ich meine aber jetzt so als, keine Ahnung, wenn jetzt als Drittligist jetzt gegen irgendwie eine Spitzenmannschaft aus der ersten Liga spielst, dann kannst du jetzt nicht unbedingt Ja, erwarten, dass natürlich. du gewinnst. Aber Das vielleicht kannst kannst du du ja aus trotzdem. Vereinssicht ist dann auch wieder, ja, haben wir wenigstens ein Stadion mal voll gemacht und dann hatten wir ein geiles Ja. Spiel. Ja, Du kannst natürlich dich nicht alles. präsentieren, vielleicht, keine Ahnung, wenn du gegen Bayern kommst, dann kriegst du vielleicht sogar noch das Live-Spiel in der Das ARD oder Fernsehding, irgendwas. Ja, ja. ja. Ja, aber ich finde, also besser kann man das nicht zusammenfassen. Ja. Ja, nee, Also, also, was soll man da sonst groß sagen? auch da wissen wir jetzt noch nicht den genauen Termin. Das wird, glaube ich, irgendwann so rund um den, was ist das, 12. August oder irgend sowas? Lass mich gerade schnell nachschauen. Ja, das ist ein. Ich Genau, glaube, also von in. Freitag bis Montag ist da ja Genau, da müssen wir die halt mal Spanne. gucken, wann das dann genau sein wird. Auf jeden Fall ein Heimspiel, so viel steht schon mal fest. Das wissen wir im Gegensatz dazu in der Liga noch nicht, ob wir mit einem Heimspiel oder mit einem Auswärtsspiel starten, geschweige denn gegen wen. Nein. Gut. Werdet ihr, liebe Hörer, der Presse entnehmen müssen oder schaut auf den einschlägigen Seiten nach, denn wenn wir uns das nächste Mal hören, wird das erste Spiel schon gespielt sein.
die Leute immer so wegjagen, so guckt woanders nach. Also Ja, man sieht es natürlich auch bei uns auf Twitter und Facebook man und wo könnte auch auch immer. andersrum Also argumentieren, warum erzählen wir das alles? Das haben die eh schon alle gelesen, aber lesen können die selber, ja gut. ja, genau. Aber ich habe gehört, es gibt den einen oder anderen Hörer, der uns tatsächlich nur hört, weil er uns gern zuhört. Er interessiert sich wahrscheinlich überhaupt nicht, oder manche interessieren sich überhaupt nicht für wen, oder Das nur so macht am mir menschlich Rande. aber auch eher so ein bisschen Angst. Ja, dir vielleicht. Das ist so stalkermäßig. Ja, ich habe sogar tatsächlich Also ich letzte schließe Woche. vielleicht, jetzt seit du mir das gesagt hast, überlege ich, ob ich vielleicht die Tür auch mal von innen zuschließe. Letzte Woche wurde noch der Wunsch an mich herangetragen, dass jemand, einer aus unserer Hörer, genau genommen ein Kumpel von mir, hätte dich gern mal kennengelernt und hat neulich bei einer Gelegenheit gedacht, bei einem sozialen Event, bei dem ich der Gastgeber war, dachte er eigentlich, er würde dich treffen, aber du warst leider nicht zugegen. Ich bei einem sozialen Event. Ja, genau. Ja, wir sind ja, du hast es ja so schön bei Sascha Mockenhaupt im Vorgespräch gesagt, so, Sascha, wir machen das, weil wir Radiogesichter haben. Ja, genau. Ja. Also ihr wollt uns eigentlich auch gar nicht treffen, aber wenn doch, dann gerne einfach mal kommen und Hallo sagen, so. Ja, auf jeden Fall. Ach so, das ist vielleicht, da machen wir gerade mal hier einen harten Cut. Das habe ich jetzt auch gar nicht in unserem Gott, was kommt jetzt? Sendungsvorbereitungsdokument, genau. Einfach mal kommen und Hallo sagen. Vor Ja. allem dann, wenn ihr zu den Tippspielgewinnern gehört. Ja, dann sage ich gleich mal Hallo. Ja. Ja, du sowieso, dich kenne ich. Du kriegst auch noch einen Preis, du kriegst auch noch einen Sonderpreis. Ja, aber da verrate ich jetzt mal nicht zu viel. Ich krieg endlich meine Locke von Mark Kienle. Ja, die habe ich endlich für dich organisiert, ja. Ja. Ich hab auch noch mehr. Das ist jetzt bloß blöd. Wenn wir jetzt nebeneinander säßen, hätte ich dir das jetzt feierlich überreicht und das jetzt irgendwie den Hörern geschildert. Aber es ist jetzt einfach nur zu schildern und wenn du noch nicht mal dabei bist, dann ist es jetzt blöd. Von daher heben wir uns das auf. Genau, jetzt lassen wir es einfach da mal so stehen. Aber zurück zum Tippspiel. Es gibt ja hier unsere Kick-Tipp-Runde für die dritte Liga. Und also wenn ihr uns jetzt hört, besteht eine große Chance, dass ihr auch an dem Tippspiel teilgenommen habt. Weiß ich nicht. Na doch, das gibt auf jeden Fall eine relativ große Überschneidung. Oder teilnehmen wollt, vielleicht nächstes Jahr Ja, geht genau. ja weiter, oder? Genau, es gibt in Kürze wird die neue Runde gestartet. Aber jetzt nochmal kurz zur abgelaufenen Saison. Wir haben jetzt doch noch irgendwie nicht nur für den ersten, zweiten, drittplatzierten Preise vom Verein bekommen, sondern eine ganze Reihe. Der liebe Björn Günther vom Merchandising beim SVN hat mal irgendwie so sein Lager ausgeräumt und uns eine ganze Tüte vollgepackt, irgendwie mit lauter Sachen. Habe ich auch schon eine Mail herumgeschickt. Im Idealfall haben alle Tippspielteilnehmer das bekommen, wobei ein paar Mails auch zurückkamen. Also die haben dann da irgendwie eine nicht existente oder nicht mehr existente Mailadresse angegeben im Kicktipp. Falls ihr uns jetzt auf diesem Weg hört, meldet euch doch gerne mal bei mir. Ich wollte eigentlich jetzt neulich zum Testspiel auf dem Hallberg gegen Gonsenheim, wollte ich eigentlich auch kommen und da hätte ich auch schon ein paar Leute mit ihren Preisen beglückt, die auch kommen wollten. Dann konnte ich leider kurzfristig doch nicht und deswegen habe ich die jetzt auch alle hier und deswegen wird es dann Preisübergabe wohl irgendwo in einem der ersten Heimspiele geben. Genau. Ansonsten, aber auch ohne Preise, könnt ihr uns gerne anquatschen. Wenn ihr uns im Stadion seht, gut. Wenn ihr uns nur hört, wisst ihr Vielleicht vielleicht nicht nicht, wie wir aussehen. in der 89. Minute beim Stand von 2-1, aber so, ja. Nee, aber ich meine, Formspiel oder sonst irgendwas. Wenn ihr nicht wisst, wer wir sind, aber uns gerne mal irgendwie finden möchtet, dann quatscht am besten einfach den Volker, unseren Fanbeauftragten, an. Den kennt ja jeder und der kennt uns auch und so weiter. Der kann da gerne den Kontakt herstellen. Gar kein Problem. Ja, das zu diesem. Also wie gesagt, Tippspielpreise verteilen wir dann demnächst irgendwie. Und in Kürze startet die neue Tipprunde und ich bin optimistisch, dass wir auch diesmal wieder irgendwelche Preise kriegen und wenn es jetzt nichts vom Verein gibt, was ich zwar schon glaube, aber ansonsten gibt es auf jeden Fall irgendwas und natürlich Ruhm und Ehre und viel Spaß. Also Vor allem meldet immer euch schön viel an. Spaß, wenn diese App dann so Donnerstagabend irgendwie anfängt zu blinken, so die nicht. Fühle ich Blinkt mich die bei immer so dir schön tatsächlich? unter. Ja.
Ja, fühle ich mich immer so schön unter Druck gesetzt, aber ich traue mich auch nicht, das auszumachen, weil sonst würde ich es alle 2 Wochen vergessen. Ja, so geht mir das schon häufig. Also Freitagabends merke ich dann gerade irgendwie so, weiß nicht so, da komme ich dann irgendwie so, keine Ahnung, nach der Arbeit dann heim und dann denke ich so, ah, warte mal, heute ist Hat die Fußball, Scheiße eigentlich schon schnell, angefangen? Ja, schnell, schnell, scheiße, schnell, schnell und ja, so. genau. Ja. Und meistens, also letzte Saison habe ich es meistens tatsächlich noch gerade so geschafft, was jetzt meine Tippqualität jetzt nicht unbedingt verbessert. Naja, es geht ja auch nur um den Spaß und Also wer zu wenig Stress im Leben hat, ist das total gut. ja, genau. Ja, also jederzeit oder es ist jedermann eingeladen, da dran teilzunehmen. Das ist mal so irgendwie aus unserem Fanforum entstanden, aber das steht eigentlich jedem offen. Also da dürfen auch gerne Fans anderer Vereine oder überhaupt keine Fans, also darf eigentlich jeder mitmachen. Wobei das ist gemein, wenn das wie im Büro, die dann nur so zur WM tippen und dich so platt machen, das ist eigentlich fies. Ja, Die sollte aber man nie ermuntern, ne? es ist halt die Frage, ob so eine ganze Drittligasaison durchhält, ne? Ja, aber wenn man einmal oben ist, weißt du? Ja, so eine Saison ist lang irgendwie. Ja, reden hier von 38 Spieltagen plus Ja. Relegation. Wobei das mit der Naja, Relegation nix, nix plus Relegation. hat, das hat irgendwie nicht geklappt. Also wir hatten, meine ich, die ganzen letzten Jahre hatten wir die Relegationsspiele mit dabei beim Tippen. Dieses Jahr waren sie aber irgendwie nicht dabei und ich war ganz überrascht. Plötzlich war die Saison vorbei. Naja, egal. Das ist schlimm. Sollen wir an der Stelle noch gerade die. Achso, falls ihr jetzt total heiß seid, mitmachen wollt, aber nicht wisst wo. Ihr findet einen Link entweder auf stehblock.de, rechts im Menü gibt es einen Link zum Tippspiel. Oder, das ist eigentlich auch relativ leicht so zu finden, unter kicktipp.de/stehblock. Da kann man sich einfach anmelden und mitmachen. Genau. Also wie gesagt, jetzt ist momentan noch die abgelaufene Saison noch drin, aber ich denke, ich werde das jetzt in den nächsten Tagen neu starten. Ja, gibt ja noch keinen Spielplan. Ja, aber die Runde kann man dann schon starten. Das, Ach so, wahrscheinlich nur noch nicht tippen, ne? Noch nichts zu tippen gibt. ja, Oder so das. mal blind tippen. Ich glaube nicht, dass man dann schon tippen kann. Weiß ich jetzt gar Na, wir nicht. werden Ja, sehen. werden wir sehen, genau. Okay, das war dann so der Einwurf zum Tippspiel und dann lass uns doch mal weiter über den SVW tatsächlich noch ein bisschen plaudern. Was gibt's da sonst noch? Ach so, genau. Wir haben noch seit der letzten Aufnahme 2 neue Spiele dazu bekommen. Möchtest du uns die kurz vorstellen? Ja, das ist einmal Moritz Kuhn, der kommt von Sandhausen, also aus der zweiten Liga, von der Bank. Und Stefan Andres, der kommt von Hansa Rostock und war da, glaube ich, sogar der Erfolgstorschütze. Ja, genau, Also der hat da mit. kommt aus der gleichen Liga und war Stammspieler. Genau. Und es sind zwei, die mir sehr sinnvoll erscheinen. Also jetzt auch mal, was heißt so Namen, aber für die Drittliga auf jeden Fall größere Namen als die wir jetzt vorher schon verpflichtet hatten. Ja. Zwei Mittelfeldleute. Ich glaube, Also Andres war auch, tatsächlich der ja. erste seit Jahren, den ich schon vorher kannte, zumindest vom Namen her. Oh je. Ja, also Aber meistens. ich find's ja schön, dass wir jetzt haben wir Andrist und Andrich, die beide im Mittelfeld spielen. Ja, das könnte lustig werden. Das ist ein Traum eigentlich. Genau. Das sind beides jetzt, also sowohl Kuhn als auch Andres, glaube ich, eher Außen. Also Andres auf jeden Fall ist ein Außenstürmer oder Mittelfeld-Außenspieler. Kuhn auch eher, ne? Der kann, glaube ich, Ja, auch. und beide glaube ich auch mit dem rechten Fuß, ne? Also beide eher für die rechte Seite. Ja. Ach so, ich dachte, Andres, den hätten wir jetzt eher Oder? für, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, das Spiel noch nicht gesehen. Ich dachte, der wäre jetzt eher so für die linke Seite gedacht, als Lorenz-Ersatz. Oder Ja, aber ich was? meine, Wie ist dein vielleicht Eindruck? habe ich es auch falsch rum gelesen, aber ich meine schon, dass der ein Rechtsfuß ist. Das heißt natürlich auch, dass er kann natürlich auch links spielen, so ist ja nicht, aber Ja, im ich glaube schon, dass sie. Spielverlagerungssprech ist das dann ein inverser Winger dann. Du liebe Zeit. Ja. Genau. Vielleicht hat er ja auch zwei Füße, man weiß es ja nicht. Am Ende. Aber am Ende hat er zwei. Ja. Nee, also ich weiß nicht, vielleicht suchen sie ja immer noch, ob sie irgendwie Lorenz noch gescheit 1:1 ersetzen können, aber das stimmt mich jetzt schon irgendwie voller, diese beiden. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt schon alles abgeschlossen ist, so an Nee, weiß ich Transfer-Sachen. nicht. Ich glaub noch nicht ganz. Also zu Kuhn kann man vielleicht noch kurz erwähnen, der stammt so also aus dem Schwäbischen und war beim VfB Stuttgart in der Jugend.
Also ein Jahr in der Jugend und dann irgendwie 2 Jahre bei der zweiten Mannschaft und ist dann von da aus nach Groß-Asbach gewechselt. Damals auch schon unter Rüdiger Rehm und ist mit denen dann in die dritte Liga aufgestiegen. Und dann nach Sandhausen in die zweite Liga gewechselt, ist da allerdings wohl nicht über einen, weiß nicht, Ersatzspieler eigentlich viel groß hinausgekommen. Also ich glaube, er hat da nicht so viele Einsätze gehabt, oder? Nee, und auch irgendwie kein Einsatz oder kaum Einsatz mal komplett über 90 Minuten. Von daher ist natürlich jetzt auch die Frage, naja gut, aber ich denke mal, dadurch, dass der Trainer ihn schon kennt, wird er wissen, was er sich von ihm erhofft oder was er von ihm erwarten kann. Da vertraue ich mal drauf. Ja, das war auch was, was neulich beim Treffen so rauskam, was die Verantwortlichen da gesagt haben. Ich meine, du musst ja gucken, wen kriegst du. Und dann kriegst du irgendwie Leute, die in der zweiten Liga auf der Bank sitzen und halt spielen wollen. Oder du guckst halt in der dritten Liga um, oder du vielleicht aus der Regionalliga kriegst, wer da überragend ist. Also hast du jetzt auch, bist ja jetzt doch so ein bisschen gebunden da dran. Ja, kannst du jetzt nicht bei den Erstligisten wildern. Ja, eh klar. Genau, dann Stefan Andrist, der stammt aus der Schweiz, hat auch für die Schweizer U-Nationalmannschaften eine Reihe Länderspiele gemacht und war jetzt die letzten 2 Jahre bei Hansa Rostock und hat da ganz gut getroffen. Also im ersten Jahr 7 Ligatore und letzte Saison sogar 11 und war damit bester Torschütze in Rostock oder für die Rostocker. Während ja unsere alten Freunde Marcel Ziemer und Sufjan Benjamina da oder auch wen haben sie noch? Tobias Jenicke längst nicht so viel getroffen haben. Also jetzt geht es mal quasi in die umgekehrte Richtung. Der Transferstrom. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also jetzt hat er wohl im oder wie ich auch gehört habe, jetzt hier in diesem 120 Minuten Podcast, also in dem Saisonrückblick von dem Rostocker Kollegen. Also hat er die 11 Tore geschossen irgendwie, aber noch Chancen für gefühlte weitere 100 gehabt. Also Ah, dann ist er bei uns richtig. ja, hat wohl auch noch eine Menge liegen lassen. Aber gut, das war jetzt sicherlich ein wenig übertrieben, aber es klingt so, als hat er doch einen recht guten Zug zum Tor. Ja, Und der das. innere Trainer in mir sagt dann so, aber er arbeitet sich die Chancen, das ist doch auch schon viel wert und so. Sonst Ja, kann er ja gar kein naja, Tor machen. ich meine, ist ja schon nicht verkehrt, dass nicht nur einer vorne drin irgendwie jetzt meinetwegen bei uns der Scheffler dem Torgefahr ausstrahlt, Ja, sondern klar. durchaus noch ein paar andere. Ne? Ja, also das sehen wir eigentlich mal ganz positiv. Ja, ansonsten, was brauchen wir sonst noch an Verstärkung? Also ich glaube, sie sind wahrscheinlich noch weiter am Gucken. Weiß aber jetzt nicht, ob gerade irgendwas Konkretes. Also habe jetzt gerade auch nichts in der Gerüchteküche, was jetzt noch passieren könnte. Ja, warten wir mal ab. Also so schlecht sind wir jetzt nicht auf. Genau, also jetzt es wäre jetzt keine Vollkatastrophe, wenn man jetzt mit dem Kader erstmal starten würde. Es ist Wahrscheinlich auch auch. noch die Frage, ob noch jemand geht oder nicht. Ja, das ist genau auch noch. Also es war ja die Rede davon, dass es noch ein paar gibt, denen man keine Steine in den Weg legen würde. Also ich glaube, Bog steht ja zum Beispiel auch noch auf der Gehaltsliste, Ja, ne? okay, gut. Der ist ja eh Ja, abgeschrieben. der ist abgeschrieben, aber du musst, also wenn du irgendwie Geld für neue Spieler frei haben willst, dann ist natürlich auch gut, wenn du so einen dann irgendwie wegkriegst. Gehe allerdings nicht davon aus, Nee, dass der sich wäre da was wahrscheinlich tut. längst fort. Aber weiß man ja nie, ja? Genau, Keine aber Ahnung. dann, ja, Kovac wurde mal in den Raum geworfen. Ja. Niaku dann halt auch, wobei jetzt, wie gesagt, beim letzten Testspiel hat er wieder gespielt. Also, keine Ahnung. Warten wir mal ab, ob es da noch weitere Wechsel gibt. Aber es wäre aus meiner Sicht zumindest nicht ganz schlimm, wenn man jetzt mit diesem Kader erstmal starten würde in die Nö, ich habe da Liga-Runde. jetzt auch erstmal keine Bauchschmerzen. Zumal auch noch bis Ende August, glaube ich, das Transferfenster offen ist, wenn ich recht informiert bin. Ne? Genau. Es gibt möglicherweise noch einen Abgang, zumindest in Form einer Leihe. Wurde jetzt kürzlich, was heißt kürzlich? Ich glaube, gestern oder vorgestern, wann kam da diese Meldung, dass Jan Bangert eventuell verliehen werden soll. Das ist ja bekanntlich einer aus dem eigenen Nachwuchs, der einen Profivertrag hat.
So, der hat jetzt allerdings noch einen Vertrag bis nächstes Jahr und es gibt wohl eine Anfrage von Schott Mainz, die den ausleihen möchten. Die sind jetzt ja gerade in die Regionalliga aufgestiegen. Und dazu sagt Sportdirektor Christian Hock, dass die Voraussetzung wäre, dass Jan vorher bei uns verlängert, denn wir wollen ihn nicht verlieren, weil wir in ihm Potenzial sehen. Ja, finde ich alles in allem eigentlich ganz vernünftig, sowohl dass die den ausleihen wollen, als auch dass wir ihn an sich behalten wollen, aber eventuell für ein Jahr dorthin geben, weil er vermutlich jetzt in der kommenden Saison eher dann halt mal so Kurzeinsätze hätte oder sowas. Es sei denn, es kommt die große Verletzungsmisere. Aber ansonsten könnte es sein, dass er dieses Jahr auch noch nicht allzu viele Einsätze bekommt. Oder? Wie Ja, schätzt du das ein? sehe ich eigentlich genauso. Ja. Also das wäre, glaube ich, echt gut für ihn, wenn er mal Spielpraxis hätte. Spielpraxis Bei und ihm, Regionalliga ist er dann schon nicht so weit weg. genau, Ja. und bei ihm ist es jetzt wirklich einer der wenigen Fälle, wo man denkt, okay, da wäre jetzt so eine zweite Mannschaft doch irgendwie nochmal sinnvoll, auch regelmäßig spielt. Ja. Das hat man ja jetzt sonst nicht so viel. Und aus Vereinssicht wäre es auch sinnvoll, irgendwie ein Jahr darüber gucken, wie er sich entwickelt. Du kannst ja auch wirklich gucken, also das ist ja dann. Da hast du es ja nicht weit, um auch mal zu schauen, was dir so treibt. Ja, Und ihn dann die. wieder zurückzuholen, dann hast du ihn immer noch 2 Jahre lang als U23-Spieler. Ja, die Für, also für Verbindung da berühmte gerade Quote. zum TSV Schott, die sind ja relativ eng, denke ich mal. Da war ja Christian Hock war da ja mal Trainer, während er hier gleichzeitig auch schon im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet hat. Ja, Und also mal dann schauen, ob sich da Nils jetzt noch Döring was war dann, tut. glaube ich, dann da auch mal Trainer, bevor er hier wieder zurückgekehrt ist. Also da gibt es vermutlich einen sehr kurzen Dienstweg mit den Kollegen auf der anderen Rheinseite. Aber jetzt, also Vollzug ist noch nicht gemeldet. Das stand jetzt in der Zeitung, dass es halt, dass er diese Anfrage bestätigt hat. Ja, genau. Gucken wir mal. Da könnte was passieren. Dann, wo wir schon gerade bei Nachwuchsspielern sind, da gibt es natürlich noch Erfreuliches von unserer A-Jugend. Sind Ja, wir du hast letztes ja Mal vorhin schon schon. gespoilert, Ich gell? habe schon gespoilert. Ja, da darfst du doch gerade mal berichten. Du warst beim Aufstiegsspiel in Trier, ne? Genau, also es ging, wir haben ihre Staffel gewonnen, in der Saison mit weitem Abstand, unsere A-Jugend. Genauso war es bei Eintracht Trier, also die haben wohl auch ihre Liga da ziemlich platt gemacht. Und dann ging es in die Relegation gegeneinander und man wusste eigentlich nicht so genau, wo steht man so im Vergleich mit. Und deswegen ist da eigentlich jeder davon ausgegangen, das wird eng und mal gucken und überhaupt. Und so eng war es dann am Ende aber nicht. Gott sei Dank für uns. Erstmal muss man sagen, es wurde gespielt auf einem Nebenplatz des Moselstadions in Trier. Also bei Eintracht Trier. Im Stadion war irgendwie später so ein Leichtathletik-Event oder so. Und deswegen fand das Spiel irgendwie schon um 10:30 Uhr statt, Sonntagmorgen. Das ist super, ne? So schön, hat auch was Meditatives, wenn man so morgens so 9 Uhr durch den Hunsrück fährt. Also wenn man von uns aus fährt, muss man dann nämlich so hinter Hahn so eine Bundesstraße da so einspurig, hinter Ja. Lastwagen und so. Gut, an einem Sonntag nicht, aber grundsätzlich schon. Es hatte was sehr Meditatives, dahin zu fahren. Und dann wurde es auch sehr schnell sehr heiß dort. Also alle, die da waren, hatten dann so einen fetten Sonnenbrand. Ich auch. Also so. Hast du keine SR18 Snapback Cap auf dem Kopf gehabt? Ich hatte tatsächlich eine Kappe auf, aber so eine Kappe hilft ja dann auch nicht, so den ganzen Körper abzudecken. Also Achso, ich hatte den Eindruck, der Schirm ist relativ der groß. Schirm ist relativ groß, aber so Aber es reicht nicht, okay. hat jetzt für die Arme nicht gereicht. Ja, na gut. Und die hatten halt auch nur eine Seite auf da an ihrem Sportplatz und von Bäumen war da weit und breit nichts zu sehen. War aber ansonsten cool, weil der SVW auch mehrere Leute mitgebracht hat. Also gab wohl irgendwie einen Bus mit Vereinsleuten, Geschäftsstelle und so weiter, dann noch einen Bus mit Familienangehörigen von den Spielern. Also als der Stadionsprecher meinte, und wir begrüßen unsere Gäste, war viel lauter als dann später, als er gesagt hatte, und jetzt hier machen wir mal Lärm, hier Trier und so. Da Okay. hörte man eigentlich nichts. Der Auswärtsmob. Der Auswärtsbob, ja. Und Spiel an sich war dann so, dass man in den ersten Minuten dachte, oh je, das könnte irgendwie echt gefährlich werden, weil die Spieler waren dann doch, also die waren körperlich irgendwie jetzt nicht nur präsenter, sondern auch, die wirkten, als wären die einfach 1, 2 Jahre älter, was sie wahrscheinlich nicht waren, aber die waren einfach, die hatten körperlich mehr zu bieten.
ist ja in dem Alter, das ist ja auch noch sehr unterschiedlich. Und da waren schon ein paar echte Brecher dabei. Brecher, Und okay. ja, und da hat man schon gedacht, oh je, ob jetzt so, das jetzt so durchhalten, sich da auch gescheit wehren können. Und die erste halbe Stunde ging es dann auch so, dass Trier halt die ganze Zeit aufs Tor zu und da hatten wir ein paar Mal auch Glück und so. Und dann im ersten guten Angriff gab es gleich Elfmeter für uns und der war dann auch drin. Und ab da hat sich das dann so gedreht. Also dann gab es dann so eigentlich ein Tor nach dem anderen und dem Torwart ist noch was durch die Finger gefallen und dann noch ein schönes Solo und so. Und dann haben wir das Ding am Ende 5-0 gewonnen. Und das für ein Hinspiel in der Relegation ist natürlich richtig geil, auch wenn es in dem Fall keine Auswärtstorregel gibt. So unentschieden ist unentschieden, geht in die Verlängerung dann. Aber Ja, so mit ein 5 Toren Vorsprung, ja. 5-0 im Hinspiel ist natürlich schon mal richtig geil. Und das haben sie dann auch, da war ich nicht, weil ich nicht konnte, aber das haben sie dann daheim auch relativ souverän geschaukelt mit einem 2-0-Sieg dann auch. Und also in der Addition mit einem 7-0 aufsteigen ist wirklich schon eine ziemliche Ansage. Wobei man auch sagen muss, natürlich gucken wir dann auch immer, okay, gibt es irgendwie Leute von denen, die was für die erste Mannschaft wären? Und da ist jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Also abgesehen davon, dass viele von denen einfach auch diese Körperlichkeit nicht haben oder vielleicht auch noch nicht haben, um in der dritten Liga zu bestehen, ist es glaube ich so, dass Mirosch, der so viele Tore gemacht hat, vier waren es in Trier, ich weiß gar nicht, was er vom Rückspiel, was da Ich von glaube, ihm da noch war auch war, noch einer von ihm, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. der wechselt ja, also das ist der im Verein, der kann ja nicht mehr A-Jugend spielen und geht irgendwie, glaube ich, dann vierte, fünfte Liga irgendwo nach NRW oder so. Aber also wäre jetzt wohl dann wohl auch keiner für die dritte Liga. Und wir haben ansonsten, glaube ich, noch mit Anschlussvertrag den Paul Lutterbüse, Genau, ja, der hat, glaube ich, schon einen der auch schon im, Profivertrag, im ne? der schon, genau, der im Wintertrainingslager auch schon dabei war. Bei dem man aber auch gesehen hat, der ist halt wirklich nicht sehr groß, das kommt noch dazu und auch sehr dünn. Also, der müsste, glaube ich, körperlich noch einiges zulegen, wenn er wirklich dann beim es richtig mithalten will. Erstmal Gewichte pumpen. Ja, also ist natürlich auch die Frage, ob du dann die Voraussetzung dafür hast, ne? Da mache ich mir so ein bisschen. Aber alles in allem, also technisch haben die Jungs wunderbar zusammengespielt und auch halt diesen körperlich stärkeren Gegner dann wirklich ziemlich platt gemacht. Das war schon sehr geil. Und Ja, also dann Glück. kommen Ja. Ja, dann kommt natürlich noch dazu, jetzt kannst du halt junge Leute viel besser in Richtung Verein locken. Also hier, du spielst bei uns A-Jugend-Bundesliga Ja, und da geht es ja dann schon vielleicht auch gegen, mit der Durchlässigkeit in die erste. Ja. geht es Das dann schon klingt die, natürlich schon mal ganz anders. ja, gegen die Crème de la Crème des Nachwuchsfußballs, also zumindest in der Staffel. Da spielen sie dann nächstes Jahr gegen, was haben wir da so alles? Bayern München, Stuttgart, Hoffenheim, also schon große Nummern. Mal gucken, wie sie sich da dann schlagen. Ja, das ist natürlich dann vermutlich Außenseiter. Sie waren vor einigen Jahren, oder das ist schon, glaube ich, einige Zeit her, waren sie, glaube ich, doch schon mal ein Jahr in der Ja, ich meine schon, U19-Landesliga, nicht das ne? erste Mal, Ja, aber ich glaube, da ging es nach einem Jahr dann gleich wieder runter. Wenn ich jetzt, aber da bin ich jetzt unsicher, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Naja, aber jedenfalls große Sache. Herzlichen Glückwunsch von dieser bevor die Seite. Fragen kommen, nein, wir ändern unseren Namen jetzt nicht, deswegen. Genau. Ja. Übrigens unter der Leitung von Nils Döring, die Mannschaft, ne? Ja, genau. Unser Der auch ehemaliger Spieler. ehemalige Spieler und der ja auch, ist er noch weiterhin auch noch Teammanager der ersten oder hat er die Rolle aufgegeben? Ist er Vollzeit U19-Coach? Weiß ich gar nicht. War er auf jeden Fall mal, ne? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, letztes Jahr wurde er noch entsprechend in Ja, dem, ich meine, ich hätte also auch im gelesen, dass auch, Profikader also, sozusagen dafür ja. geführt, Teammanager, weiß ich nicht, Ja. wie sie das jetzt offiziell handhaben. Gut. Ist jetzt auch nicht ganz so kriegsentscheidend. Aber jedenfalls tolle Sache. Gut, dann was gibt's sonst noch an Neuigkeiten rund um den SVWW? Es gab die SVWW Golf Trophy. Und du willst mir jetzt den Sinn dahinter erklären. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich habe ihn bisher nicht verstanden. Ich habe das auch nur die Meldung so gelesen. Ich glaube, das war gerade heute. Wann die jetzt war, weiß ich gar nicht. Ob das jetzt am Wochenende war oder jetzt gestern erst. Warte mal, wo war denn das?
bla bla bla. Jedenfalls ist ja hier, wie heißt der, Stefan Blöcher, ist ja, welche Rolle hat er jetzt? Er ist Geschäftsführer der Britta Arena. Oder? Und auch sonst irgendwie so Geil. rund, ja, Das ich. klingt auch irgendwie so, als hätte man gar nichts zu tun, ne? Das stimmt wahrscheinlich nicht, aber so Geschäftsführer von so zusammengebauten Lego-Stadion ist auch geil. Ja, genau, Ich naja, es bin hier geht ja auch drum, so weiter, keine Ahnung, so der Kassenwart der dieses Haupttribüne. ganze Event-Ding irgendwie, was man A, mit dem Stadion noch machen kann, aber vielleicht auch sonst noch irgendwie rund um den SVW veranstalten kann. Also keine Die haben Ahnung, das aber vielleicht. nicht im Stadion gemacht, Nee, oder? natürlich nicht. Also einfach mal so 18 Löcher reingehauen. Ja gut, das wäre ein bisschen kurz, glaube ich, für jemanden, der schon mal Golf gespielt hat, ne? Irgendwie so 100 Ja, Meter. Minigolf. Ja, genau, kannst du mit dem Putter dann irgendwie so, zack. Ja, nur zum, ja gut, okay. Jedenfalls, weiß nicht, vielleicht wäre SVWW Event Manager vielleicht eher der richtige Job-Title irgendwie für den Stefan Blöcher. Der hat wohl auch schon irgendwie bisher irgendwie in den letzten Jahren irgendwie diverse Golf-Events organisiert. Von daher kam das vielleicht ganz gut. Und dann gibt es natürlich hier da die Anlage hier auf dem, wie heißt das Ding? Hofgut Dingsbums. Warte mal, lass mich gerade mal nachschauen. Hier stand's Dafür, dass irgendwo. du es machen wolltest, bist du erstaunlich schlecht vorbereitet. Ja, warte mal. Hofgut Georgenthal, das ist auch hier drüben. Wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, gehört das doch auch den Hankammers. Ich glaube, die Britta Hankammer, Schwester von unserem Vereinspräsident Markus, die leitet da, glaube ich, da das Hotel dazu. Auf dem, und ja, ist wohl, keine Ahnung, wohl ein gehobenes Haus irgendwie und dann halt irgendwie mit dem Golfplatz dann dabei und sonst irgendwas. Ja, da waren da jedenfalls auch eine ganze Menge Prominenz mit dabei. Was weiß ich hier, Andi Möller und Bernd Hölzbein und weiß der Teufel wer. Alle, die sonst nichts mehr zu tun haben. Ja. So. Jetzt ist halt dann die Frage hier, also es gibt hier ein Zitat von Stefan Blöcher. Das sind immer sehr gute Gelegenheiten, um das Netzwerk zu erweitern. Ich freue mich, dass wir uns als SV Wien Wiesbaden mit einem solchen Turnier auch als Drittligist einen Namen in der Golfszene machen können. Ja, bin noch nicht so richtig schlau daraus geworden, was das jetzt hilft. Oder ja gut, ich meine, so ein Netzwerk an sich ist ja nie verkehrt, ne? Man kennt sich und dies, denes und der eine hat mal einen Tipp oder der andere. Übermorgen verpflichten wir Andi Möller. Es wird super. Naja, der ist ja gerade Trainer doch in, oder Co-Trainer oder was ist er doch in Ja, als Hannover, doch Spieler Nationalmannschaft, natürlich. ne? Ja, Als gut, Spieler. für Drittliga reicht's vielleicht noch, ne? Bei Bernd Nee. Hölzenbein reicht's wahrscheinlich nicht mehr, der hat, wie ich hier gelesen habe, seit einigen Jahren ein künstliches Hüftgelenk. Der nimmt dann lieber das Kart beim Golfsport, aber ist wohl zu Fuß auf dem Kurs unterwegs gewesen. Ich hoffe nicht, dass er sich jetzt so lange auskurieren muss. Naja. Aber das einzig Schöne, was ich in dieser Golf-Trophy gesehen habe, war ein Bild von Christian Hogg mit einer Mütze von Manuel Schäfflers Label. Also, er trägt jetzt auch Snapback. Kannst du mal sehen, gell? Ah, das war nicht hier in dem Artikel vom Wiesbadener Kurier. Da ist nur. Ja, das habe ich recherchiert. Ah, sehr gut. Ja, War und das wieder jetzt, hier in den. also wenn Schäffler das jetzt schon geschafft hat, an Hogg seine Mützen zu verticken, dann kann Ja. es jetzt nicht mehr lang dauern, bis Rüdiger Rehm jetzt auch mit sowas ankommt. Also, Ja. er war ja ein bisschen traurig in unserem Interview, dass er noch nicht gefragt Ja, wurde. ich fände ja irgendwie da das T-Shirt, was du uns letztes Mal vorgestellt hast von Dem Steven Hund. Ruprecht. Nein, nicht mit dem. Ja, das mit dem Hund ist auch sehr gut. Ach Nein, da was war das? Sleep, Eat, Defend, Repeat. ja. Das wäre doch für Rehm doch eigentlich auch ganz cool. Der war doch auch ein gefürchteter Verteidiger in seiner aktiven Ja, wäre Laufbahn. ja so, weiß ich nicht. Sleep, eat, get sent off, repeat. Ja, das oder ja, gut, okay, müssen wir jetzt nicht weiterführen. Ja, jedenfalls gab es ein Golf-Event. Keine Ahnung, wir sind jetzt total gut vernetzt. Lass dir das mal machen. Ja, da freue ich mich. Dann mal sehen, was sich daraus ergibt. Das nix. Ja, das sind halt natürlich alles Sachen, die laufen in den Kulissen. Irgendwie. Keine Ahnung, ob man da noch irgendwelche Ja, haben sie alle mal Golf gespielt, ist ja auch gut. Solange sie Sponsoring. nicht die arme Mannschaft zwingen, dass sie da auch noch Golf spielt. Ja. Wobei es gibt ja doch einige, ich weiß nicht, wie es bei den armen Drittligaschluckern ist, aber so irgendwie so von den diversen Erstligaprofis oder Nationalspielern liest man es ja öfter mal irgendwie, dass die gerne auch mal Golf spielen nebenbei. Gerade wenn sie irgendwo so in irgendwelchen Trainingslagern sind oder so
Ja, Vorbereitung in was du da auch sonst machst, Weltmeisterschaft. ne? Ja. Gut, egal. Es ist so, man kennt es im Familienurlaub früher, da habe sogar ich Minigolf gespielt. Da, was wolltest du sonst machen? Ja, ist glaube ich nicht ganz das Gleiche, aber okay. Für mich schon. Ja, Also war genau. nur das Netzwerken nicht so gut. Ja. Oder man ist mit dem VW Golf vorgefahren. Ja. Na gut, egal. Das wäre natürlich besonders cool mit dem VW Golf am Persischen Golf vorfahren und da Golf spielen. Na gut. Jetzt habe ich den Witz gerafft, das ist ja ein Knaller. Ja, Knaller. Ich fahre mit dem Golf zum Golfen, ey, Wir Hammer. machen mal was anderes. Und zwar dritte Liga im Fernsehen. Hat mir auch schon mal erwähnt, aber jetzt gibt es ein paar mehr Details zu dieser Übertragung bei der Telekom ab der nächsten Saison. Ja. Und zwar, also es sollte ja eigentlich aus ursprünglicher ab der Saison 2018-19, also ab nächstem Jahr, gibt es irgendwie einen neuen TV-Vertrag für die dritte Liga. Entschuldigung. Und dass dann halt alle Spiele live übertragen werden, bla bla bla, das wurde schon angekündigt. Und dann gab es ja irgendwie kurz danach dann die Info oder kam dann raus, dass schon ab der kommenden Saison die Telekom alle Spiele zeigen wird. So, jetzt gibt es allerdings die ARD und die dritten Programme. Wie bisher übertragen die auch noch eine ganze Menge Spiele. Also hier schreiben sie mindestens 100, maximal 120 Partien, sowie die Aufstiegsspiele zur dritten Liga. 120 Partien, das sind ja dann schon ungefähr 3 pro Spieltag. Das ist ja schon mal gar nicht so wenig. Gut, okay, das sind natürlich wieder, weiß nicht, 37 Spiele von Magdeburg dabei. Aber vielleicht auch das eine oder andere Mal ein paar andere. Das ist das eine. Also von daher, wer so bis jetzt so ab und zu mal irgendwie Samstagmittags im dritten Programm Dritte Liga geschaut hat, der kann das genauso weiterhin tun. Es gibt auch weiterhin in der Sportschau und in den Sportsendungen in den dritten Programmen so die Highlight-Berichterstattung. Und halt eben neu dazu auf diesem Telekom, wie auch immer Portal das heißt, kann man alle Spiele live anschauen. So, und die kann man dort nicht nur die Spiele, sondern es gibt tatsächlich auch irgendwie hier mit Vorberichterstattung, Programm in der Halbzeitpause, Analyse nach dem Spiel aus dem Stadion. Jede Partie wird in Full HD produziert und von erfahrenen Experten kommentiert. Also schon richtig professionell im Prinzip. Ja, das heißt, so wie in den letzten Jahren, dass zu manchen Spieltagen keine einzige Fernsehkamera bei uns im Stadion stand, das wird es dann nicht mehr geben. Also die werden wohl mindestens mit ein, zwei Kameras hier ins Spiel anrücken und dann da halt alles übertragen. Ja, das ist ja für uns eher gut. Normalerweise ist dieses Bezahlen für Fußball, das ist ja immer so die Pest am Arsch und wird auch immer noch verworrener und teurer und überhaupt. In dem Fall ist es jetzt zumindest für ein Jahr erstmal gut, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, mal gewisse Spiele überhaupt zu gucken. Genau, das ist das eine. Was jetzt ein bisschen seltsam ist an diesem ganzen Deal, also wie gesagt, ab 2018, 19, da gibt es halt einen neuen Fernsehvertrag, wo dann auch, glaube ich, weiterhin dann noch die irgendwelche Spiele auch noch in den Drittprogramm übertragen werden. Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau, sehe ich jetzt gerade nicht. Aber obwohl die jetzt schon vorher zeigen, zahlt die Telekom, glaube ich, deswegen jetzt nicht mehr. Also zumindest für die Vereine gibt es jetzt nicht mehr Geld. Also ab nächsten Jahr gibt es dann, glaube ich, weiß ich nicht, statt den bisherigen 650.000 Euro pro Verein und Jahr sind es dann, glaube ich, 800.000 oder irgendwas in der Größenordnung. Was jetzt auch noch nicht wirklich richtig viel ist, aber zumindest mal mehr. Immerhin überhaupt mal was, ne? Genau. Aber nächstes Jahr wohl, also jetzt die kommende Saison, ändert sich dann noch gar nichts dran. Also da kann man Ich für. weiß nicht, wer das wie ausgehandelt hat, aber Nee, ne? wenn es eigentlich ja erstmal bleibt wie vorher, dass immer noch Spiele halt
normal im TV kommen und der Rest ist erstmal nur Zusatz und vielleicht für die Telekom so eine Art Testlauf halt dann. Weiß ja nicht, wie die das ausgehandelt Ja, haben. ich habe schon jetzt von manchen gehört, irgendwie, die finden das eigentlich gar nicht so toll, weil sie Angst haben, dass dann, wenn man halt alles auch im Fernsehen jetzt schauen kann, dann Zuschauer wegbleiben, die dann halt nicht ins Stadion gehen oder seltener ins Stadion gehen. Gut, für Naja, uns gut, jetzt das, kein großes Problem. das ist das Erste und das Ja. Zweite ist, das ist ja eigentlich so das ein Argument, was die eigentlich noch nie richtig bewährt hat, oder? Ja, also das war ja damals ja auch schon, als so in den 90ern, so in der ersten Liga, die Berichterstattung da so massiv ausgebaut wurde. Da war ja auch schon so die Befürchtung, naja, und auch damals schon überhaupt, als überhaupt irgendwas im Fernsehen kam, glaube ich, weiß ich nicht, in den 60er Jahren oder irgendwas, da hieß es ja auch so von wegen, oh, wenn das im Fernsehen kommt, da kommt ja keiner mehr ins Stadion. Bisher war immer Das das ist ja nicht Gegenteil der so. Fall, ne? Also je mehr Aufmerksamkeit sozusagen durch Fernsehen erregt wird, desto mehr Zuschauerzuspruch hast du dann auch in den Stadien. Ob das dann jetzt bei uns merklich wird, weiß ich auch noch nicht. Ich denke mal, dass Ich glaub's nicht. der wesentliche Faktor wird sein, wenn wir mal wieder eine gute Saison spielen und vielleicht mal irgendwie weiter oben uns platzieren, und sich vielleicht rumspricht, dass es auch guten Fußball zu sehen gibt. Das wird natürlich viel wichtiger sein, als dass man das im schlimmsten Fall rumgekicke oder rumgestümper dann irgendwie dann auch noch dann live jedes Mal sehen kann. So. Aber gut, das werden wir sehen. Interessant ist vielleicht jetzt noch, was der ganze Spaß kosten soll. Wenn man Telekom-Kunde ist, beziehungsweise es gibt dieses Entertain-TV. Das kann man jetzt schon haben. Da gibt es dann auch jetzt schon irgendwie hier Basketball und Eishockey und solche Sachen haben die da drin. Und da kommt dann jetzt einfach die dritte Liga mit dazu. Und wenn man das bis jetzt schon gebucht hat, dann kriegt man das jetzt einfach mit inklusive. So, und jetzt, wenn man auch sonstiger Telekom-Kunde ist, sei es jetzt Festnetz oder Mobilfunk, bekommt man es für die nächsten 24 Monate kostenlos. Wie das dann genau läuft, ich nehme mal an, man hat ja dann da irgendwie so einen Telekom-Kunden-Login, ob der dann halt einfach in diesem Entertain-Portal oder sowas dann funktioniert. Weiß ich nicht, ich habe momentan keinen Telekom-Vertrag. Ich konnte es jetzt auch nicht ausprobieren, jetzt bei irgendwelchen anderen Sachen. Aber falls oder wenn dann nächstes Mal Vertragsverlängerung beim Handy ansteht, da werde ich dann doch mal überlegen, ob vielleicht Telekom, wenn sie das gleiche kosten oder nicht viel mehr, das dann doch mal in Betracht zu ziehen, wenn man dann für 24 Monate dann auch hier Drittliga dann dazu bekommt. Weiß ich nicht. Ansonsten, also danach 4,95 €, also nach diesen 24 Monaten 4,95 € pro Monat, wenn man möchte. Und für alle anderen Fans, also Nicht-Telekom-Kunden, kann man entweder ein Jahresabo abschließen, was 9,95 € monatlich kostet, oder einen einzelnen Monat für 14,95 €. Ja, also ich weiß nicht, ob es mir ein Zehner im Monat wert wäre für 2 bis 3 Spiele, die mich dann davon interessieren. Also eben halt die Auswärtsspiele von wen. Die Heimspiele sehe ich ja üblicherweise im Stadion. Weiß ich nicht. Eher nicht, würde ich sagen. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwie für nur 2, 3 € mehr im Vergleich zu einem anderen Vertrag jetzt mein Handyvertrag da zur Telekom dann damit wandere, dann könnte ich mir das vorstellen, dass ich das mir vielleicht gönne. Wie sieht es bei dir aus? Zwing mich nicht darüber zu reden. Also ja, Also ich geh gerade weg von der Telekom. du gehst Also gerade weg aus, von der aber Telekom, nicht nur als Kunde. nein, nein, also schon aus meinem Handyvertrag da mal raus. Ich habe aber einfach aus ganz persönlichen Gründen Ja. hält mich jetzt nicht davon ab, mir da vielleicht einfach so ein Abo dann zu holen, aber halt nicht mit einem Handyvertrag. Ja. Okay. Aber Aber du würdest, also Fußball das gucken wäre dir will. tatsächlich ein Zehner pro Monat wert? Also ich kenne ja meine Fußball-Junkie-Haftigkeit oder wie auch immer man das am besten ausdrückt. Also so mit irgendwo Fußball läuft, gucke ich das auch. Das Problem ist halt immer, dass dritte Liga nicht so schön geschaltet ist mit erster und zweiter. Also dass ich ja, was ich ja auch immer gern gucke, so ein bisschen dazwischen immer stattfindet, aber kann ich mir schon gut vorstellen.
Hast du auch, wie heißt dieses, DAZN? Bisher nicht, Okay. auch weil es eigentlich, also ich wende Interesse an England, aber auch das findet halt immer zeitgleich mit Bundesliga, dann auch noch dritte Liga und so statt. Hat sich bisher noch nicht so gelohnt für mich. Das ist ja, glaube ich, auch Aber irgendwie so ungefähr ein Zehner pro Monat, wenn ich richtig informiert bin. Also ich habe es nicht. Ja. Genau. Und dann, was gibt es denn noch aber irgendwie das hier? ist einfach wirklich nur so ein Zeitding, also sonst würde ich Ja. mich freuen. Kommt wahrscheinlich auch noch. Die kriegen ja auch immer mehr gerade. Und da gibt es ja irgendwie noch, was ich glaube, Eurosport Plus oder wie heißt es? Eurosport 2 oder sonst irgendwie. Das ist ja dann auch, glaube ich, auch irgendwie Pay-TV. Ja, die dann mit der kommen auch bald. Hast du aber auch nicht. Aber Sky schaust du, ne? Genau, ja. Ja. Ja, mein Sky-Vertrag läuft jetzt irgendwann im Laufe der nächsten Hinrunde aus. Aktuell sieht das nicht nach Verlängerung aus. Dann einfach nur noch dritte Liga, fertig. Genau. Ja, das kann ich mir natürlich vielleicht dann auch sagen. Okay, ich spare jetzt 20 € bei Sky, dann kann ich auch 10 € für Telekom ausgeben und dritte Liga gucken. Ja, dann tun wir so, als gäbe es einfach die erste Liga nicht. Für uns gibt es sie ja eh nicht. Und dann. Gut, in meinem anderen Fanleben als Bayern-Fan. Aber auch da muss ich, Ja, glaube ich, aktuell nicht mehr jedes Spiel sehen. Also siehst du, bist du auf einem guten Weg? eine gewisse Ermüdung macht sich breit. Aber gut, das müssen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht ausbreiten, glaube ich. Achso, hier steht es auch noch, genau, dann ab 2018, 19, dann Telekom dann halt alle Partien der dritten Liga sowie Aufstiegsspiele und so weiter. Alles ARD zeigt dann immer noch bis zu 86 Partien. Also etwas weniger, aber immer noch einiges. Also gibt es dann trotzdem noch in den dritten Programmen dann zu sehen. Wer überträgt denn 18, 19 eigentlich die Europa League? Nur mal so Frage aus Interesse. Ja, das ist natürlich die viel interessantere Frage, genau. Und hoffentlich interessiert uns dann auch ab 18, 19 dann die dritte Liga ja nicht mehr. So. Aber ich weiß nicht, also bis jetzt ist das ja, glaube ich, Euroleague ist ja auch bei Sky zum einen und wir hatten das momentan, ist das irgendwie hier bei Sport Ich 1 komme da oder nicht mehr was? mit, ob das Sport 1, Kabel 1, Sat 1, ich Ja, keine Ahnung. irgendwie sowas am Rande. Das interessiert mich ja auch dann erst nächstes Jahr wieder. Ja, genau. Ab 2018, 19, ja, richtig. Oder aber alternativ, wir holen uns halt wie ein Sky-Abo und schauen wen in der zweiten Liga. Ja, gut, okay, also das jetzt nur noch mal so zusammengefasst, was da jetzt hier bei Telekom ab demnächst dann zu sehen ist. Ja, wo wir jetzt schon gerade so rumspinnen, dann lasst uns doch mal kurz einen Ausblick auf die nächste Saison so wagen. Was erwartest du? Hör mal, ich habe mich schon bei diesem 120-Minuten-Rückblick-Ding irgendwie gesträubt, da was zu sagen, wirklich. Weil ich glaube, jeder muss das A-Wort in den Mund legen, aber ich lasse es mir nicht in den Mund legen. Ja, so weit muss man ja nicht gehen, aber also ich bin Ja, doch. dann kommst du wieder mit deinem Ich will Vierter werden, oder was? Nein, aber ich bin doch recht zuversichtlich, dass wir uns ausschließlich in der oberen Tabellenhälfte aufhalten Ich werden. bin auch total zuversichtlich und genau das macht mir auch schon wieder Angst. Also, Okay. ja. Zu viel Zuversicht, da kommt dann hier gleich dann der Aberglaube Ja, und dann. das hat noch nie, nein, kein Aberglaube, das hat noch nie geklappt. Also so, wir gedacht haben, Kein okay, Aberglaube, aber jetzt, es hat ne? noch nie funktioniert. Wir schließen Nein, aus der aber Vergangenheit auf die Zukunft. es ist ja kein Aberglaube, wenn das so wissenschaftlich belegt ist, ne? Dass wir gedacht haben, jetzt aber jetzt starten und dann guckst du auf die Tabelle nach 20 Spielen und denkst, ach, Kacke. Nach 20 Spielen ist ja eigentlich mein Plan, dass wir schon diese 45 Dass wir den Punkte Aufstieg schon haben. perfekt haben, ja Nee, klar. aber 45 Punkte, dass wir schon mal nicht mehr absteigen können. Das wäre schon mal gut. Oh, das ist ambitioniert. Das ist sehr ambitioniert, ja. Schnitt von mehr als 2, das wäre schon ziemlich gut. Aber gut. Okay, also dann kein Saisonausblick. Ja, erzähl mir gerne was. Ja, weiß nicht. Ansonsten, DFB-Pokal nehmen wir mindestens noch die zweite Runde mit, oder? Also gegen Aue. Das müssen wir jetzt einfach schaffen, oder? Wenn wir es gewinnen, war es gut. Exakt so, ja. Schade ist natürlich, gegen Aue wird das Stadion auf keinen Fall voll werden. Ich bin noch nicht mal sicher, ob es halb voll wird irgendwie, aber naja.
Wahrscheinlich wären es dann irgendwie so, weiß nicht, so 5.000, 6.000, so in der Größenordnung. Ja, immerhin. Ja, klar, mehr als unser Ligaschnitt. Aber ich fürchte, weit von ausverkauft entfernt. Naja, gucken wir mal, was passiert. Ja, okay, dann bin ich eigentlich mit unseren sportlichen Themen für heute durch. Was gibt es denn aus unserer beliebten Kategorie Buntes? Buntes habe ich jetzt was ganz was Feines rausgesucht. Jetzt bin ich gespannt. Besser gesagt nicht rausgesucht, sondern es hat sich so aus WhatsApp-Gesprächen ergeben, als neulich dieses große Trainer hin und her mal wieder war, dass Schalke und Leverkusen sich so schön bedient haben von Zweitligisten. Beziehungsweise Und von Neu-Zweitligisten. auch von Neu-Zweitligisten, genau, dass Aue und Regensburg ohne Trainer da standen. Und ich habe dir ganz panisch geschrieben, oh mein Gott, Zweitligisten, die keinen Trainer haben, nicht, dass sie am Ende unseren Trainer wollen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob du überhaupt geantwortet hast. Also wahrscheinlich erstmal schön mit den Augen gerollt und so, ah, die wieder. Ich habe dir bestimmt Und geantwortet. Ich antworte dir immer. ja, aber wahrscheinlich irgendwie so mit so, ah ja, komm und so. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Egal. Auf jeden Fall habe ich überlegt, so jetzt nicht jedes Mal, wenn irgendwie ein Zweitligist oder was weiß ich, vielleicht auch ein Drittligist gerade auf Trainersuche ist, kann ich jetzt nicht jedes Mal die Krise kriegen, dass sie uns unseren wegschnappen. Ja? Das ist ja einfach ungesund. Ja. Und das ist Zumal also wir was, wissen, Rüdi hat doch hier was vor. Er hat doch einen was soll Plan. ihr? Hä? Hey, Ja, okay, erzähl weiter. wir wissen aber auch, was es für ein geiler Typ ist. Ich meine, dass so ein geiler Typ ist, das müssen ja auch die anderen sehen. Und wenn die anderen das sehen, dann wollen die den auch. Und so, Ja. ja. Also ist völlig logisch hergeleitet, finde ich. Also, Okay. wenn du das nicht verstehst, kann ich da auch nichts dafür. Erzähl weiter. Und ja, was macht man dann, wenn man so glaubt, man hat so ein Problem? Man fragt das Internet, ob es irgendwie so einen Ratgeber gibt. Und bin ich also auf Amazon gegangen, habe eingegeben Eifersucht-Ratgeber und habe mir einfach das Erste, was kam, auf mein Kindle gezogen. Bist ja schon krass unterwegs. Okay, ja, weiter. Ja, aber also ich kenne das jetzt so aus dem normalen Leben nicht, deswegen wusste ich auch nicht, was soll ich damit machen? Was ist das jetzt gerade? Und da braucht man Ratgeber. Leute, die sich damit beschäftigt haben, die einen an die Hand nehmen und sagen, hier komm, so und so und mach mal so und so und Kennst aus dem guck mal hier normalen und Leben kein Eifersuchtsthema, okay. nö. Nur wenn du Angst hast, dass der Trainer Lass uns deines jemand den Trainer Vereins, wegnimmt, okay. genau. Deswegen, das war mir jetzt irgendwie neu. Also ich konnte Liebe da jetzt nicht auf. Zuhörer, die Analyse von Sonjas Psyche könnt ihr an dieser Stelle euch einfügen. Warte mal, ich mache hier Ja, mal also kurz ich einen konnte Piep. nicht auf Lebenserfahrung zurückgreifen, deswegen habe ich mir so einen schönen Ratgeber gekauft Okay. mit dem praktischen Namen Eifersucht Doppelpunkt bekämpfen und wieder glücklich leben. Das klingt Bekämpfen ja und erstmal wieder nach, glücklich leben, ja. klingt ja nach einem guten Plan, ne? Ja, das ist so, das klingt so wie diese Militärsprüche, irgendwie so sichten und vernichten oder so. Also da habe ich jetzt nicht so viele Ähnlichkeiten gefunden. Also es war So. eher so, es kam mir eher so vor wie, als wäre es so ein in ein Buch gepacktes Facebook-Posting von armen, einsamen Hausfrauen, die nicht richtig schreiben können. Autsch. Hast du also gleich, hast nicht nach der Bewertung sortiert, hast einfach nur den Erstbesten genommen? Ja, ich weiß, der Titel ist auch super, habe ich gedacht. Und Bewertungen sind natürlich immer gut, weil also du kaufst dir irgendwie so ein paar Leute ein, die dann schreiben so, geil, hat mir voll geholfen und so. Also da kann ich nicht nachgehen. Das muss man ja für sich selber rausfinden. Und ich Okay. wollte ja auch nur gucken, ob das für mein Problem anwendbar ist oder nicht. Und ich habe dann versucht, das so ein bisschen zu übertragen. Ja, Also hat's geholfen? ja, pass auf, ich muss ein bisschen was daraus zitieren, damit wir das Aua. dann hinkriegen. Aua. Da musst du jetzt durch. Ja, nochmal Also. an dieser Stelle den Hinweis für unsere Hörer, es gibt Kapitelmarken. Es kommt auch nach dem Eifersuchtsratgeber, kommt doch bestimmt noch irgendwas. Nein, das ist wichtig, da kann man jetzt echt mal was lernen, Ja, weißt du, okay, nicht hau immer rein. so hier Verein und Gebäude, ne? Das Ja, ist auch mal so, das wird uns noch ein paar Jahre hoffentlich helfen. Also, es wird ja erstmal definiert. Es geht erstmal schon mal schön los mit Eifersucht kein anderes Wort als Sorge. Die meisten interpretieren die Eifersucht als ein negatives Empfinden, wobei Eifersucht eigentlich nicht so tragisch ist. Möchte man ja erstmal fragen, hör mal, warum schreibst du da? da steht wörtlich eigentlich nicht so tragisch. Ja, Okay. da steht noch viel, viel Schlimmeres wörtlich, das wirst du gleich Ja. alles noch merken. Oh Gott. Also es ist so, okay, also es ist schon mal nichts Negatives.
Ich hätte ja so ein Buch angefangen mit, Sie sind eifersüchtig, Glückwunsch, da haben Sie ja wohl einen echt geilen Typen. So. Und so sehe ich das jetzt erstmal für uns. Also, ja, haben wir haben halt einen geilen Trainer, da kann man auch mal eifersüchtig sein, den wollen bestimmt auch andere. So. Der größte Fehler, den Sie machen können, ist, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Wir sind einzigartig, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Es gibt Menschen, die wohlhabender sind als andere, besser aussehen als andere und so weiter. Sie dürfen sich nicht mit anderen vergleichen. Also, darf ich schon mal nicht sagen, der Gaue ist eine Liga höher. Und vielleicht bestehen da Verbindungen, vielleicht kennen die sich noch und die können mehr bieten, die können vielleicht auch mehr bezahlen. Wir dürfen uns nicht vergleichen. Ich glaube, da kommen wir auch immer recht weg erstmal, oder? Wenn wir uns vergleichen als Verein. Also zumindest mit Zweitligisten. Also ich denke, mit manchen Zweitligisten können wir noch mithalten. Ja, aber auch so attraktivitätsmäßig. Ja. Ja, Auf siehst jeden du. Fall. Also bloß nicht vergleichen. Also Okay, gut, lieber nicht vergleichen, okay, verstehe. das kommt dann auch danach nochmal. Ihr Partner hat entschieden, weil sie sich von diesen Menschen unterscheiden und anscheinend etwas Besonderes für ihn sind. So, wir sind etwas Besonderes. Merkt ihr das gut? Wir sind etwas Besonderes. Sogar so Das muss ich mir besonders, dass sie noch. mir meinen Vertrag angeboten haben. Aber gut, ja. Ja, das müssen wir uns doch ganz oft sagen. Wir sind so besonders, wir sind so geil. Ja. Dann ein sehr schöner Satz, das ist sowieso mein Lieblingssatz auf der ganzen Welt. Sie immer, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als ihnen. Ja, gibt immer noch einen, auf den man Habe ich sofort herabsehen gedacht. Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel. So. kann, ja. Aber spielen die nicht zweite Liga? Ja, doch, ne? Ja, Ja, aber immerhin. also gefühlt geht es ihnen ja trotzdem schlechter als uns. Ja, gefühlt geht es vor allem 1860 schlechter als uns. Also nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Aber gut, das ist Ja, ein sowieso, so bei anderes Thema. denen, da brauchen wir ja auch keine Angst haben. Ja. Also, da ist der Vergleich ja lächerlich. Mit denen können wir uns ja wieder vergleichen, weil es denen schlechter geht, da fühlen wir uns wieder gut. Also, er hat so ziemlich logische Schwächen auf dieses Buch, ne? Genau, sie müssen immer stolz auf sich selbst sein und sich so akzeptieren, wie sie sind, denn sie sind einzigartig. Red dir das ganz oft ein, wir sind einzigartig. Ja, das mit Der dem so Mann steht so arg auf akzeptieren, uns, der geht nie weg. das weiß ich nicht, aber das mit dem so akzeptieren, wie sie sind, das habe ich tatsächlich beim SVW sogar schon mal aktiv gemacht. Ne? Ich meine, es gibt ja dann irgendwie hier, keine Ahnung, gerade im Fußball, ne? Ich meine, wenn man so im Wettbewerb ist, ne, dann hier, keine Ahnung, andere sind erfolgreicher, haben das tollere Stadion, haben dies und das, haben eine größere Fanszene, haben eine größere Tradition, bla bla bla. Ja, alles gibt's hier alles nicht. Ja, aber gut, es ist halt hier unser Verein hier vor der Haustür, ne? So. Müssen wir so akzeptieren. Ist aber nicht so überzeugend. Ich dachte, Nö. da kommt jetzt noch irgend so ein Knaller. Nee, Also so, da kommt warum? kein Knaller. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt hier nicht in Wiesbaden wohnen würde, hätte ich vermutlich im Leben keinen Grund gesehen, Fan vom SVW in Wiesbaden zu werden. Also, das Du so realistisch solltest und auch offen kann man doch nicht sein. Motivationsbücher schreiben. Nein, so offen kann man doch sein. Also, ich meine, ich erwarte wirklich von niemanden. Also ich meine, das kann sich jetzt natürlich ändern. Jetzt, wenn wir jetzt hier bald durchstarten, irgendwie hier mit geilem Fußball überzeugen, dass dann natürlich dann halt auch, dann sind wir der nächste heiße Scheiß. Da kommen die Leute aus England hergeflogen. Wir hatten ja schon ein paar englische Die kommen ja Groundhopper sowieso hier. schon. Die hatten wir Die ja sind ja schon. immer da. Ja, wer weiß, wie viel das denn demnächst werden. Ja. Wenn die dann irgendwie billig hier nach Frankfurt fliegen und dann halt hier mal für ein Wochenende hier ein paar Teams im Rhein-Main-Gebiet abhoppen oder sowas. Ja. Okay, gut. Aber weiter dein Ratgeberbuch, bitte. Ja, es kam dann so aus dem Nichts irgendwie. Also das Buch ist ja auch so von so einer Frau geschrieben, die immer so partnermäßig da rumeiert mit Hach und sie sind einzigartig und er hat sich für sie entschieden und so weiter. Und da kommt auf einmal so eine Fußballanalogie, Oh, sehr gut. die ich ehrlich gesagt auch nicht richtig verstehe. Also, ich würde die jetzt einfach mal komplett vortragen, und zwar so, wie sie hier steht, mit allen schönen Fehlern. Und Und ich dann soll sagst du dich mir nicht mal, unterbrechen. du sagst mir dann danach, was die mir sagen soll. Okay. Weil ich bin komplett ratlos. Jetzt bin ich Also, gespannt. pass auf. Gehen wir davon aus, dass sie Fußball lieben und auch mit voller Leidenschaft spielen. Sie spielen im Verein und spielen schon in einer hohen Liga. Sie sind immer beim Training und jedes Wochenende beim Ligaspiel. Eines Tages werden sie im Spiel verletzt und kriegen einen Muskelfaserriss. Sie müssen ins Krankenhaus und müssen lange pausieren. Da sie Fußball über alles lieben, fanden sofort damit an, wenn ihr Fuß sich geheilt hat. Danach passiert das Unglück noch einmal und sie kriegen wieder Muskelfaserriss. Jetzt frage ich sie, ist es besser, wenn sie nach dem Heilen wieder mit dem Fußball anfangen? Sie werden sich immer wieder verletzen und kriegen immer wieder Schmerzen. Wäre es nicht vorteilhaft, mit dem Fußball aufzuhören? Es wäre durchaus besser, wenn Sie mit dem Fußball aufhören und sich nicht immer wieder verletzen.
Dieses Beispiel war zwar einseitig, jedoch passiert dieser Vorgang auch in der Liebe und zwar für beide Partner. Anstatt loszulassen, fangen sie immer wieder von vorne an und verletzen sich gegenseitig, obwohl es besser für beide Seiten wäre, loszulassen. Wenn es ihnen gelingt, loszulassen, werden sie in der Lage sein, vorauszuschauen und sich neue Pläne zu schmieden. Jetzt kommst du. Okay, also ich glaube, sie wollte eher Kreuzbandriss als Muskelfaserriss schreiben, weil so Muskelfaserriss ist jetzt ja nicht so die dramatische Verletzung. Mit ewig im Krankenhaus muss lange pausieren und vor allem im Fuß. Ich meine, es gibt natürlich auch Muskeln im Fuß, die reißen kann, aber das ist ja auch keine typische Fußballverletzung. Ja, schon mal. Okay, gut. Und das ist dann, eine große Analogie, die steht da hinten und vorne nicht. Also. Ja. Naja. Du willst das jetzt wirklich diskutieren? Nein. Ich wollte auch so ein bisschen mal meine Betroffenheit zeigen, weil ich dachte, ich kaufe mir so ein Buch und danach habe ich keine Probleme mehr jetzt, wenn ich denke, okay, irgendwer könnte unseren Trainer klauen. Ja. Wie viele Seiten hat aber das Buch? Das hat mich so auf andere Art irgendwie gemacht. Also so, ich bräuchte jetzt so ein Buch, wie kann man den Planeten wechseln oder so. Ja, also, genau. Brauchst kein Buch. Ja, das hat irgendwie so ein paar 50 Seiten oder so. Okay, also das wie ist, viel das davon hast du geschafft? Durch. Ich habe natürlich komplett durchgeguckt, ob was da ist, was wir jetzt auf uns übertragen können. Oh. Du bist manchmal auch hart gegen dich selbst. Ne? Natürlich, muss also ich auch glaub, mal. Ich glaube, ich habe das keine zwei Seiten ausgehalten, das Ding. Aber ja, gut, du musst es jetzt mir zuhören. Ich hätte natürlich auch kein Geld dafür ausgegeben, aber okay. Ja. Aber kurz vor Schluss, pass auf, kurz vor Schluss. Kommt noch kam der Knaller. Ah, jetzt, okay. Da kam der Knaller, der für mich alles aufgelöst hat. Okay. Und ich schwöre, es stand wörtlich so drin. Der folgende. Sie sollten sich an die alten Erfolge erinnern, die Sie mit Gravur gemeistert haben. Mit Gravur? Ja, ich schwöre, das stand da wörtlich drin, die Sie mit Gravur gemeistert haben. Dann habe ich gedacht, natürlich, wir haben den Hessen-Pokal gewonnen. Ja. Uns kann keiner was, es ist alles perfekt. Absolut. Er wird auf ewig bei uns bleiben. Genau. Da war für mich alles gut. Ist jetzt eingraviert, ganz klar. Ja. Mit Gravur gemeistert. Sehr ich schwöre es, das stand da drin, das kann man sich nicht ausdenken. Das ist super. Das werde ich, glaube ich, in meinen aktiven Sprachschatz übernehmen. Das hast du mit Gravur gemeistert. Ja, aber die meinen den Hessen-Pokal. Wir haben mit ihm den Hessen-Pokal gewonnen. Und ich sage, es macht alles Sinn auf einmal. Es ist so, man darf gar nicht Macht Sinn sagen. Weil meine Tochter bekommt morgen, glaube ich, ihre Urkunde für die Bundesjugendspiele. Und freut sich da schon drauf. Und da werde ich auch sagen, das hast du mit Gravur gemacht. Mit Gravur gemeistert. Ja, mit Gravur gemeistert, ja. Sehr gut. Ja. Aber das war mal ein Ausflug in die Psychologie. Ja, klappt super. Ja, ne? Also ich fühle mich jetzt irgendwie gut, aber ich möchte eigentlich Menschen zusammenleben, die sich von sowas echte Tipps holen. Immer ganz im Ernst. War eher so die, wie sagt man so, die Küchenpsychologie, oder? Genau, aber wir sind geil und der wird auf ewig bei uns bleiben. Geil ist, fertig. Ja. Ja, ich glaube nicht, aber... nicht weiter. Nein, warte ab. Ich glaube, das könnte tatsächlich der erste seit... Also ich glaube, in der SVWW-Karriere oder Historie überhaupt tatsächlich der erste sein, der nicht irgendwann rausgeworfen wird, sondern halt irgendwann geht, weil er zu einem höherklassigen Verein wechselt. Das ist jetzt gerade für dein Eifersuchtsthema jetzt irgendwie oder deine Verlust. Jetzt sind alle Wunden wieder aufgerissen. Jetzt muss ich mir gleich den nächsten Ratgeber kaufen. Also ich bin sehr sicher, dass es nicht... Ja, vielleicht ist das erste, der seinen Vertrag erfüllt. In diesem Sommer passieren wird oder in dieser Saison. Nein, jetzt inzwischen, Regensburg und Aue haben ja jetzt auch Trainer. Ja, genau. Gut, irgendwann wird auch noch jemand anders kommen. Aber wenn ich denke, keine Ahnung, könnte mir durchaus vorstellen, wenn er so annähernd so weitermacht wie jetzt das erste halbe Jahr, dass dann, weiß ich, nächstes Jahr jemand anklopft oder spätestens dann übernächstes Jahr, dann halt die Frage ist, verlängert er oder nicht? Also er hat ja jetzt noch zwei Jahre. Es ist natürlich unser Glück, dass er mit Bielefeld halt nichts auf die Reihe gekriegt hat. Ja, klar, ansonsten hätte er ihn nicht bekommen, ansonsten wäre er noch in Bielefeld. Ne? Das ist sowieso unser Glück, das ist aber auch aus der Position, jetzt wenn man sagt, ein Zweitligist sucht jetzt einen neuen Trainer, das ist auch noch unser Glück. Ja, richtig.
Aber also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da irgendwann jemand sich mal wieder erinnert oder in der dritten Ja, Liga so guckt, wer da wenn er so so. weitermacht, ey, dann Naja. andererseits, wenn er so weitermacht, dann sind wir natürlich auch vielleicht. Ist doch Ja, egal. gut, okay. Müssen wir jetzt ja Ja. nicht, wenn du dich da nicht drauf einlassen möchtest, müssen wir jetzt ja nicht anfangen, hier zu spinnen, was passieren könnte. Aber tatsächlich glaube ich, oder bin ich guter Hoffnung, zumindest, dass es mal der Erste ist, der mal wieder eine komplette Saison übersteht. Stimmt, das wäre ja Seit auch mal schon wieder seit was, ne? Jahren. Warte, lass mich schnell nachschauen. Lettieri vermutlich, oder? Lethierry auf jeden Fall. Vollmann hat auch. Stimmt, Ja, warte mal, nee, der das hat ja diese nicht. Unentschieden-Saison gemacht. Genau, Hat er die richtig, ja. komplett gemacht? Die eine hat er komplett gemacht. Der kam irgendwie. Ah. Warte mal, ich habe doch hier meine Übersicht mit allen Trainern. So, also Frühling auf jeden Fall nicht, Demann nicht, Kienle auch nicht. Warte mal, doch. Nee, der kam in der Vorrunde 2013, 14 damals. Hat die Saison bis 14 abgeschlossen und ist dann noch, genau, noch vor Saisonende Ja. 2015 ja, dann entlassen worden, genau. Vollmann kam auch so im Februar, hat die Saison noch zu Ende gemacht. Ja, genau, der hat dann die 2012-13 Saison komplett gemacht und wurde dann in der Vorrunde 2013 dann entlassen. Ja. Genau. Aber ist jetzt auch halt schon 4 Jahre her. Ja, nee, also ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl. Wir sind einzigartig. Ja, genau. Ist was Es gibt Besonderes. einen Grund, warum er sich für uns entschieden hat. Ja. Wir sind einzigartig. Nochmal kurz zurück zu 1860, die wir gerade eben so spöttisch erwähnt haben. Und das war letztes Mal, glaube ich, ja noch nicht ganz fix. Oder da war es gerade noch so in so allgemeine Unwissenheit. Ich glaube, das war, glaube ich, gerade der Freitag, wo irgendwie dieses Lizenzthema war. Also das ist mittlerweile sicher irgendwie, dass die halt, dass die nicht in der dritten Liga antreten werden oder da auch gar keine Lizenz. Ich weiß nicht, ob sie es am Ende noch beantragt haben oder nicht. Jedenfalls, die sind nicht mit dabei. Die gehen bis runter in die Regionalliga. Ja, Erst willkommen zurück, Paderborn. genau, Paderborn kann dadurch auf der letzten Rille oder in der Verlängerung quasi den dritten Abstieg in Folge somit vermeiden. Spielt zum ersten Mal seit vielen Jahren eine zweite Saison in derselben Liga. Wie langweilig. Ja, ich glaube, das finden die jetzt gar nicht mal so schlimm. Ja, und 1860, das ist ja wie so ein, keine Ahnung, wir sind immer während der Auffahrunfall, es birrt immer noch einen drauf, ne? Irgendwie, man guckt dazu und schüttelt nur den Kopf, wie kann das jetzt noch passieren, irgendwie? Ja, mich macht das auch irgendwie so hämisch, ohne dass ich es richtig sein will. Also man Ja, kann also. sich auch vorstellen, das wäre irgendwie der eigene Verein, der sich da so verzettelt, die Scheiße baut und alles so gegen die Wand fährt. Aber wenn man das da sieht, was die da treiben seit Jahren, den kann man ja auch nichts anderes gönnen. Ja, also ganz, ganz schlimm. Naja, aber wo ich jetzt hier gerade so Trainer abwandern und sonst irgendwas, dachte ich irgendwie, wäre das nicht irgendwie ein gutes Ziel für Gino Lettieri demnächst? 1860. 1860, der hat er da früher nicht mal, ich glaube, der hat da gespielt, ne? Hat er da, oder zumindest Boah, kann sein. in der Jugend oder in der U23 oder sonst irgendwas, und der hat ja dann irgendwie, keine Ahnung, sich, glaube ich, relativ früh schwer verletzt und deswegen seine aktive Karriere, glaube ich, relativ zeitig beendet. Aber er hat ja gar Aber, keine Zeit im Moment. ja, genau, der ist momentan, da können wir vielleicht gerade mal hier überleiten in Überleitung, die Überleitung. Kategorie Ehemalige. Und das Bunte damit abschließen. Wobei, so halb bunt ist das immer noch. Gino Lettieri ist ja jetzt, So unschön bunte. ja, der war ja bekanntlich jetzt zuletzt beim FSV Frankfurt, hat da aber seine Rettermission nicht erfolgreich abschließen können. Und hat jetzt einen neuen Verein in Polen gefunden. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Hast du es gerade Ich noch glaube parat? Kielce oder also ich Kielce, weiß, ich genau. kann jetzt mit der polnischen Aussprache nicht dienen. Ja, Kielce, irgendwie sowas. Kielce, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Jeder, der So wie Pol Verniedlichung von Holstein Kiel, ne? ja, jeder, der polnisch, des Polnischen mächtig ist, möge uns verzeihen. Ich habe mal nachgeguckt, das ist so zwischen Warschau und Krakau ungefähr mittig. Also so eher so. Kann man so ziemlich über jede polnische Stadt sagen. Nö, 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 das stimmt nicht.
So im Südosten von Polen, so ungefähr, so im Groben. War da nicht sogar auch U21-Spiel? Na, egal. Ach so, jetzt hier bei der Y20M. Das weiß ich jetzt gar Ja, nicht. kann ich dir aber nicht auswendig sagen. Das habe ich jetzt so völlig sinnlos rein. Vergiss es wieder. Ja, ich habe jetzt, wüsste nur, dass die in Polen stattfindet, aber ich habe keine Ahnung, in welchen Städten. Ist auch egal. Jedenfalls, da ist jetzt Gino Lettieri gelandet, über den interessanten Kontakt, dass jetzt beim FSV spielte ein junger Mann namens Burdenski, ich glaube Fabian, ich bin jetzt nicht mehr sicher über den Vornamen, ich glaube Fabian Burdenski, dessen Vater der bekannte frühere Bundesliga-Torwart Dieter Budenski ist. Die Älteren unter uns, also jetzt von den beiden ich, können uns sogar noch Dieter Budenski noch im Tor von Werder Bremen vorstellen, beziehungsweise sich an ihn erinnern. Wurde mit denen, glaube ich, 88 auch Meister. Der war da ewig lang. Ich glaube, der ist da noch Rekordspieler in Bremen. Irgendwie, weiß nicht, über 400 Spiele oder irgend sowas. Und der hat, glaube ich, seit einiger Zeit die Mehrheit an diesem Verein, wie auch immer sie heißen, Kielce, übernommen. Wo auch immer der da geschäftliche Kontakte oder sonst irgendwie dahin hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber dem gehört da jetzt zumindest mehrheitlich dieser Verein. Und vermutlich dann über den Kontakt seines Sohnes kam da jetzt vielleicht dann irgendwie die Verbindung zu Gino Lettieri da zustande. Ich glaube, der Fabian Budenski soll auch dahin wechseln oder ist schon gewechselt oder sowas. So, und jetzt haben wir aber kürzlich auf Twitter wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Lettieri sich da in Polen wohl schon ziemlich unbeliebt gemacht hat. Mit irgendwelchen Sprüchen hast du es gerade noch parat? Warte mal, lass mich mal schnell nachschauen. Ich glaube, es ging um den Wortlaut, den Spieler als polnisches Schwein beschimpft hat. Angeblich. Also wissen wir jetzt natürlich nicht. Wir haben jetzt die Also es polnischen ging wohl so Medien durch nicht die, selbst gelesen. es ging durch die polnischen Medien, was Deutsches gab es dazu bisher nicht. Genau. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal. Hier hatte ich es. Genau. Spieler beschimpfte als polnisches Schwein, genau, so das Zitat von jemandem, der sich mit dem osteuropäischen Fußball genauer beschäftigt und offensichtlich da die polnischen Zeitungen irgendwie gelesen hat. Also wenn es stimmt, also ich meine, weder waren wir noch dabei, noch können wir dann irgendwie diese Quelle irgendwie lesen. Aber wenn es stimmt, ist das natürlich dann schon heftig und die Saison hat ja nicht mal angefangen. Ich meine, die sind jetzt gerade erstmal ja auch in der Saisonvorbereitung, ne? Bin ich ja Also er ist froh. ja bei uns schon als einigermaßen als Choleriker aufgefallen, aber es ist natürlich ein Unterschied, solche Beleidigungen und sich halt einfach nur aufregen und irgendwie, was weiß ich, einen Schiedsrichter aus dem Schimpfen. Ja. Ja, auch Also sonst. mir sind jetzt solche Sachen aus der Wehenzeit zum Beispiel nicht Nee, bekannt. solche Entgleisungen wüsste ich jetzt auch nicht. Ich meine, klar, er war da immer schon, ich sag mal so Rumpelstilzchen unterwegs, Naja, mäßig klar. unterwegs, aber ja. Gut, falls es dann da demnächst relativ rapide zu Ende geht, wenn sich dann die Medien dann vielleicht erstmal auf ihn einschießen, ob berechtigt oder auch nicht, ist er da vielleicht auch schon wieder schneller weg, als man denkt. Und dann steht er quasi in den Startlöchern für ein Engagement bei 1860, Ja, du kannst es mal einfädeln. Ich glaube, du hast ja schon so einen wenn. festen Plan gerade. Ja, ich fänd das lustig. Das wird bestimmt toll. Genau. So, aber eigentlich haben wir heute jemand anders für die Kategorie Ehemalige. Möchtest du den mal anmoderieren? Ja, und zwar haben wir uns Stefan Marinovic ausgesucht, der jetzt vielleicht auch gar nicht jedem SVW-Fan überhaupt noch was sagt. Ich denke, Der die war jetzt so meisten ein. kennen den. Ja, du, weil du so ein Schlauer bist und schon Nein, seit Jahren bloggst. auch andere. Also, der ist jetzt in die Schlagzeilen gekommen, dadurch, dass er für Neuseeland beim Confed Cup gespielt hat. Ist aktuell Torhüter von Unterhaching. Ich Genau. krieg mal einfach so ein bisschen Puls an der Stelle, nur wer noch die letzte Folge Ja, genau, das ist ja im Ohr hat. deine besonderen Freunde, ja. Genau, also spielt jetzt bei Unterhaching, aber beim Confed Cup war deswegen so ein bisschen im Fokus letzten Wochen. Und es wissen vielleicht nicht alle, dass der mal einige Jahre auch bei uns war.
Und zwar von 2009 bis 2012. Hat allerdings nur zwei Spiele in der ersten Mannschaft gemacht. War mal eine Zeit lang, glaube ich, so Stammtorhüter in der zweiten Mannschaft, als wir die noch hatten. Beziehungsweise hat sich da, glaube ich, mit, wer war denn das? Marc Birkenbach, glaube ich, irgendwie abgewechselt oder irgendwie. Die haben sich da, glaube ich, so die, das waren die beiden Ersatzleute sozusagen. Und ich glaube, da war immer einer war beim Profikader und der andere hat in der zweiten Mannschaft gespielt damals, irgendwie so in der Richtung. Genau. Ja, der kam damals direkt aus Neuseeland. Also er ist ja Neuseeländer und war da in diese Windenrufer Soccer School oder Soccer School of Excellence. Ne? So viel Zeit muss Das sein. klingt so ein bisschen wie die Pjelin-Baski-Gesamtschule, ne? Autsch. Genau. Und hatte dann wohl irgendwie hier, so wie ich das der Wikipedia entnehme, dann irgendwie dann. Ja, wie alt war er denn da? Da war er gerade mal 17 oder sowas. Diverse Probetrainings dann in Deutschland. Vermutlich irgendwie von Windenrufe dann halt vermittelt. War wohl in Hamburg und in Bremen und auch hier bei uns beim SVW. Und hat hier tatsächlich dann einen Vertrag unterschrieben. War dann halt im Profikader und dann halt hauptsächlich dann bei der U23 eingesetzt. Zweimal durfte ran, als irgendwie sowohl der damalige, die damalige Nummer 1, Erik Domaschke, so lange ist das schon her. Ja, 2009, ne? Das war das erste Drittliga-Jahr. Das war gleich am Genau, Anfang, ja. ja. Und da hat er in der Rückrunde, wurde er einmal, nein, zweimal durfte er spielen. Einmal gegen Aue ein 2 zu 2 und dann noch ein 1 zu 5 zu Hause gegen Ingolstadt. Und ich frage mich gerade, also das andere, das war auswärts in Aue. 1 zu 5 zu Hause gegen Ingolstadt, das war der vorletzte Spieltag. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Okay, gut, das ist jetzt auch lange her. Das war 2010, aber vielleicht habe ich da schon glücklicherweise irgendwas anderes gemacht. Das war ja dann, da kam Ja, ja dann. es hat ihn nicht davon abgehalten, beim Confed Cup zu spielen. Ja, genau, da waren das, haben wir gerade wieder den Bogen zu Gino Lettieri, der ist ja damals da in der Saison gekommen und hat dann erfolgreich den Klassenerhalt geschafft. Und okay, und dann die letzten zwei Spiele, glaube ich, da ging es dann um nichts mehr. Und ich glaube, da hat die Mannschaft damals auch nicht mehr allzu viel gezeigt. Da war die Luft dann raus, nachdem dann der wenigstens der Klassenerhalt oder das direkte Abrauschen dann irgendwie durchrauschen durch die dritte Liga wenigstens verhindert worden war. Ja. Danach kam er zu keinen weiteren, also Marinovic zu keinen weiteren Einsätzen, war aber noch bis 2012 da. Und ja, dann wurde sein Vertrag nicht verlängert. Dann war er offensichtlich ein bisschen vereinslos und ging dann irgendwie, wie auch immer der Kontakt da zustande kam, zum FC Ismaning. Das ist ja so ein Vorort von München. War da ein Jahr lang und wechselte dann in der Winterpause drauf zur zweiten Mannschaft von 1860. Und dann ab dem Sommer 2014 zur Spielvereinigung Unterhaching. Und da Glaube ich auch erst heute inzwischen, ne? mittlerweile, genau, richtig. Anfangs war er da Ersatzwart oder Ersatztorhüter und dann hat sich dann irgendwie da den. Die Nummer 1 erkämpft. War dann zwischendurch wohl mal verletzt oder sowas, aber dann, nachdem sie dann damals in die Regionalliga abgestiegen sind, ab dann war er dann eigentlich die unangefochtene Nummer 1, lese ich hier so. Und ja, hat er mittlerweile eine ganze Reihe Spiele gemacht, ist mit denen jetzt bekanntlich aufgestiegen. Und auch als Regionalliga-Torwart reicht es offensichtlich, dass man die Nummer 1 im neuseeländischen Kasten ist. Und in dieser Funktion spielt er jetzt gerade beim Confed Cup. Ist auch mal toll. So kann man mal Pause auch umkriegen. Ja. Der ist jetzt erst 25, ne? Dafür ist er eigentlich schon eine ganze Weile unterwegs, ne? Ja. Nee, aber ist doch schön. Wie gesagt, jetzt keine große Karriere oder keine jetzt in der ersten Mannschaft jetzt keinen großen Eindruck bei uns hinterlassen.
Aber Nee, aber also als ich den Namen gelesen habe, so hier Confed Cup im Tor und so, da habe ich mich dann schon dran erinnert, so hier, der war da auch mal bei uns, auch wenn er ja. gespielt hat. Wir Das hatten ja noch sind ja dann auch einen. diese Geschichten, die man gerne erzählt, ne, so ja, hier, keine Ahnung, ist irgendwo in der dritten Liga rumgekraucht und spielt jetzt in der vierten und so und ist da aber beim Cup, ne? Ja. Ist ja besser als Und dieses ganze Hochglanzgedöns, was man da sonst so hat. welchen überaus überraschenden Spitznamen für einen Neuseeländer hat Gino Lettieri ihm damals verpasst? Neuseeländisches Schwein. Nein, du hast noch einen Versuch. Nein, ich habe es ja auch gelesen. Ja, Deswegen, ich weiß es ja. genau. Kiwi, wie originell. Ja, das ist so Ja, wie lang drüber nachgedacht. wahrscheinlich, ja. Ja, der Gino, das ist schon ein ganz ausgefuchster, der ist ganz subtil auch. Ne? Wir hatten ja damals, weiß nicht, war es die gleiche Zeit oder was danach, weiß ich jetzt nicht mehr, hatten wir noch einen weiteren neuseeländischen Spieler im Verein. Erinnerst du dich? Ah, Neuseeländer. jetzt habe ich dich erwischt. Ich kann mich an diverse Kanadier erinnern, aber Neuseeländer? Kanadier hatten wir auch zwei, wenn ich Ja. mich recht erinnere. Ja. Genau, nein, Nee, erzähl. der Name oder fiel schon fast Caleb oder Caleb, weiß gar nicht, wie man ausspricht, Rufer, einer der Söhne von Winton Rufer, der spielte bei Ah. uns in der Jugend. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange, war er ein oder war er zwei Saisons da und es ist dann offensichtlich auch nicht mehr draus geworden. Der war, glaube ich, vorher bei. War er in der Jugend oder war er sogar in der zweiten Mannschaft? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall in die erste Mannschaft hat es definitiv nicht geschafft. Woher soll ich das dann wissen, Ja, nu, ne? ey? Marinovic, ne? Ja, So. der hat für die erste gespielt. Also daran erinnerst du dich natürlich noch lebhaft. Das 2 zu 2 Hallo, in ich habe Aue. alles im Kopf, was in der ersten Mannschaft jemals war und du kommst mir mit so Jugendgedöns. Nein, Quatsch. Okay. Ja, also hier war Aber zeitlang. wir sind einzigartig. Ein Zeit lang war hier quasi der neuseeländische Hotspot in der Bundesliga, Da könnte jetzt die ganze SVW beim Confed Cup spielen. ja, haben wir sonst noch irgendwelche Ex-Nationalspieler, die da gerade aktiv sind? Nee, ne? Ja, nicht Ex-Nationalspieler, Ex-Wener, die irgendwo Nationalspieler sind. Fällt jetzt gerade Oh keiner ein. Gott, da müssen wir jetzt echt mal nachgucken, auch so auf unsere erwähnten Kanäle noch kicken oder so. Ja, wobei, ich glaube, hat's von denen mal jemand in die Sonst fallen mir jetzt auch nicht viel. Nationalmannschaft? Ja, doch, Ja, also die haben tatsächlich mal eine beide, Nationalmannschaft. glaube ich, Ja. Ledgerwood und Strait, die haben, glaube ich, beide mal eine Zeit lang gespielt und waren Ja. dann auch mal abgestellt und Joe ja auch, also Joe Wunguilica. für Angola, genau. Ja. Nicht wie aktuell. Also gut, Joe war jetzt eh lang verletzt. Ja. Aber wie aktuell da noch Sachen sind, kann ich dir nicht auswendig sagen. Aber jedenfalls keiner von beiden, also weder Angola noch Kanada, läuft Gefahr, Beim irgendwie am Confed Confed Cup Cup. teilzunehmen. Genau. Die Glücklichen. Wer ist denn eigentlich der aus Afrika? Achso, ja, Kamerun, klar, genau, gegen die haben die Deutschen jetzt gespielt. Ja. Aber war nicht, wo war denn der letzte Afrika Cup? War der nicht sogar in Angola? Ach. Boah, du guckst so Zeug echt. Nee, das gucke ich nicht, das lese ich halt mal dann irgendwie oder sowas. Oder war es irgendwas in Westafrika, war es jedenfalls. Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich erzähle ich jetzt gerade Unsinn. Ist egal. Naja, nur weiter, nur weiter, dann komme ich nicht so schlecht weg. Ja. Zu Marinovic noch kurz, da war jedenfalls jetzt in der Zeit, oder zumindest auf Zeit Online, dann auch ein Interview mit ihm. Jetzt anlässlich seines Einsatzes hier beim Confed Cup, das verlinken wir dann mal in den Shownotes. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir langsam auch mal zum Ende. Jetzt ist es eigentlich, ohne dass wir irgendwie viel Themen hatten, sind wir trotzdem schon fast wieder bei 2 Stunden gelandet. Das ist schlimm mit uns. Ich weiß auch nicht, wer sich das alles immer anhört. Naja, egal. Haben wir diesen Podcast mit Gravur gemeistert? Schon wieder mit Gravur, genau. Ah, ich liebe Ja. das, ja. Was wir, ja, das ist echt gut, ja, das gefällt mir auch sehr gut. Was wir auch mit in die Shownotes nehmen werden, ist natürlich der Link zu unserem Auftritt da bei 120 Minuten. Den Auftritt, Drittliga. Showtreppe, Ja, tada! tada! Genau. Ja. Hast du sonst noch irgendwas zum Abschluss unseren Hörern mitzuteilen? Das ging jetzt gerade in einem kleinen Knacken unter. Hast du Nö gesagt? Ja, Ja, okay. das ging wahrscheinlich nicht unter, das war einfach.
Also Also du hast ich glaube, du wolltest irgendeine Ausführung hören und diese Knackgeräusche stammen kam nicht einfach aus der keine. Leitung, sondern du machst die selbst, ja. Ja, klar, ja. Ah, cool. Ja, um das irgendwie so ein bisschen authentisch zu halten. Okay. Weil sonst denken die Leute ja, wir sitzen nebeneinander. Das ist ja Ja. auch so, dass wir hier vom einen Ende der Welt mit dem anderen Ende der Welt das so zusammenschneiden. Ja, vom Rheingauviertel bis nach Kastel reicht unsere Leitung hier. Ja. Ja. Genau. Viele Techniker langen geschraubt. Ja. Ja, beim nächsten Mal könnte es durchaus passieren, dass wir uns mal wieder persönlich zusammensetzen. Dann haben wir das mit diesem Knacken nicht. Das war jetzt, glaube ich, auch wieder ein paar Mal drin. Die Hörer mögen es uns verzeihen. Ich konnte es bis jetzt noch nicht vermeiden oder reparieren. Aber ich denke, man hält es aus. Ja, ansonsten, wie üblich, wenn ihr was habt. Achso, es gab ein bisschen Feedback, nicht viel, aber irgendwie zu unserer Frage vom letzten Mal. Es gab einige Kommentare, die es ähnlich sehen wie ich eigentlich lieber etwas kürzere Folgen und dafür etwas öfter. Wir werden mal schauen, ob wir das hinbekommen. Also Dann jetzt sind wir uns ist. eigentlich einig, wir müssen es nur hinkriegen. Genau, das ist eigentlich also so irgendwie die Terminfindung, das ist ja nie so ganz leicht. Jetzt ist erstmal Urlaubszeit und dann komme ich gerade so rechtzeitig zum Saisonstart wieder. Und dann, ja, denke ich mal so Ende Juli, so vielleicht nach dem ersten, vielleicht sogar auch erst nach dem zweiten Spieltag, werden wir uns dann mal wieder hören. Ist das ein Plan? Wunderbar. Genau. Knack, knack, knack. Ansonsten befüllt Sonja auch gerne mal hier unsere Stehblock-Seite bei Facebook, wenn es da irgendwas Interessantes gibt. Oder natürlich auch könnt ihr uns bei Twitter folgen. Ich bin momentan eher weniger aktiv, jetzt so in der Sommerpause und werde auch im Urlaub vermutlich den Twitter-Apparat ab und zu mal auslassen. Eieiei. Genau, also falls es jetzt irgendwie bahnbrechende Neuigkeiten gibt, noch irgendwelche Starspieler verpflichtet oder sonst irgendwas, das werdet ihr von Sonja dann irgendwie auf der Facebook-Seite erfahren. Ja, Und dann mache ich eine Reportage zum nächsten Golfcup. genau, im Blog ist es momentan auch eher ruhig. Da habe ich jetzt gerade nicht die Muße dazu, jetzt irgendwelche Sachen noch zu schreiben, die wir nicht eh hier schon im Podcast besprechen. Also der Podcast kannibalisiert an der Stelle so ein bisschen das Blog. Aber ja. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt jetzt gerade so. Besser als umgekehrt. Ja, weiß nicht. Nee, ist schon okay. Hör mal, wir sind einzigartig und das ist toll, was wir hier machen und so. So nichts gelernt. Bist du jetzt noch beim Verein oder bist du jetzt bei uns? Einfach so. Man muss sich so Dinge in schlechtem Deutsch schönreden. Das ist jetzt so mein neuer Claim. Ich habe ganz vergessen, wir hätten eigentlich mal hier Wir packen das Buch eindeutig nicht in die Shownotes, würde ich Das sagen. Buch packen wir nicht in die Shownotes, aber für diese Geschichte mit dem Gravurgemeister, da kommt noch einmal hier kommen. Ja! Den haben wir schon vermisst, der muss noch einmal kommen, kurz vor Ende. Alf. Genau. Okay, dann ja, ansonsten das Übliche irgendwie hier so, wenn ihr wollt, schreibt uns, kommentiert irgendwo, Twitter, Facebook, Dingsbums, Kommentare im Blog, iTunes-Rezension natürlich wie immer gern genommen. Ich habe gar nicht geschaut, gab es da eine neue? Das ist jetzt so wirklich deine Aufgabe, ey. Jetzt muss ich doch gerade mal reinschauen. Ich habe da bestimmt schon 2 Monate nicht mehr geguckt. Ich sage mal, schreibt uns doch mal was auf. Ja, du wolltest doch auch jedem antworten, der schreibt, ne? Hast du vielleicht Ja, viel zu tun ich jetzt? habe auch, selbst einige Rezensionen tatsächlich verfasst. Also auf jeden Fall denen, die uns. Warte mal, jetzt muss ich mich hier gerade mal in diesem iTunes anmelden. Da Die muss ich jetzt. Nachfolgenden verschieben sich. Naja, das haben wir gleich hier. Das ist ja hier ruckzuck gemacht hier. Hier ist niemals erste Das wäre mehr Gewinne, Liga. war es eine gute Auslösung. So, zum Podcast am iTunes Store gehen. So. Bewertungen und Rezensionen. Nein, immer noch nur diese 2. Schämt euch. Ich will eine Rezension. Bis zum nächsten Mal. Hier Auftrag an die Hörer. Sonst streike ich hier, sonst mache ich hier gar nichts mehr. Hier, so. Genau. Das ist vielleicht jetzt aber auch Ansporn. Ja, okay. Wenn dann jetzt erst richtig kommt, dann kann ich darüber nachdenken, ja. Dann gehe ich Ja, immer. 2 Stunden Lebenszeit vergeudet hier und denen zugehört. Das Dann Bettel nehme ich auch noch setze ich voll. mich auf die Stilltreppe hier. Genau. Ja.
Nee, Auch ein schöner Podcast, einfach 2 Stunden Stille. Ich hab dir ja schon gedroht, wenn uns Erzgebirge Aue wirklich Rehm wegschnappt, dass wir einfach einen Podcast machen, bei dem ich 2 Stunden lang weine. Das wäre auch Wir machen gewesen, einfach nur 2 Stunden lang Hassrubrik. ne? Nee, ich glaube so in der allerersten, das war dann der Podcast danach. Aber ich glaube so in der allerersten Folge, direkt nach sowas, ich kann so schlecht so denken, aber also glaube ich, würde ich erstmal einfach nur 2 Stunden heulen. Und danach würden wir dann einfach, also in dem Fall dann wahrscheinlich hätten wir überlegt, wie wir Gelsenkirchen zerstören oder so. Gelsenkirchen. Ich dachte, der Aue wollte ihn wegschnappen. Nein. Ja, weil, aber Aue, weil doch, Aue ist doch von Schalke beklaut worden in Ach Sachen so, du Trainer. meinst, es gibt jetzt wieder so diese lange Kette, so wie letzte Saison? Ja. Ja. Da muss man ja auch, da kann ja dann Aue nichts für, ja. Ja, dann ist natürlich die Frage, wen hätten wir dann geholt? Egal, das müssen wir jetzt nicht ausführen. Es ist ja nochmal gut gegangen. Rüdi bleibt. Das ist gut gegangen. Und wir sehen goldene Aber Zeiten. wär schön gewesen, so 2 Stunden heute. Das quatscht mir nicht dazwischen. Wir sehen goldene Was denn? Was Zeiten. ist denn? Was willst du denn? Ich will jetzt diesen einen Satz auch zu Jetzt Ende komm, sagen. jetzt komm, mach deinen Ratgeberspruch auf. Wir sehen goldene Zeiten entgegen. Und damit gute Nacht. Komm, Sonja sagt Tschüss. Alter, ich kann nur dieses Schlusswort jetzt nicht kaputt machen, ey. Okay, also bis demnächst. Tschüss. Ciao.